So, Freunde. Und damit willkommen zurück zu der Daylight. Huch, bin ich auf der falschen Seite? Ich bin auf der falschen Seite, oder? Hier ist richtig, glaube ich, bei DVD. Oder? Ich glaube schon. Wir machen heute, ja, es ist ein bisschen chaotisch, aber ich hoffe, es macht nichts. Und Gott, was ist mit meinen Haaren schon wieder los? Die machen auch schon wieder, was sie wollen. Wir machen heute ein bisschen kurz DVD. Wahrscheinlich danach gehen wir noch Dingens machen. Golfen mit Freunden. Deswegen versuche ich. Wir sollten versuchen, möglichst schnell schon mal irgendwie anzufangen, schätze ich. Okay. Ich weiß auch gar nicht, was wir spielen sollen. Ich spiele einfach mal. Wollen wir eine Survivor-Runde? Wäre schneller vorbei, vermutlich, wenn ich Pech habe. Naja, dann machen wir trotzdem Killersuche gerade mal. Wir machen ein bisschen DVD. Und später machen wir dann wahrscheinlich doch noch Golfen. Ich habe gerade noch eine Rückmeldung bekommen. Ich glaube, Xten wurde doch nicht von seiner Katze entführt. Bin mir nicht sicher. Hey, hey, Murmel. Bestimmt Murmel, ja. Hi, Winnie. Und hallo, Lisa, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, wird vielleicht eine kurze DVD-Runde dann heute. Wenn das dann mit dem Murmel dann jetzt klappt. Nicht Murmeln, Lisa ist schuld. Mit dem Golfen nicht klappt. Wir können aber danach vielleicht auch mal noch murmeln oder so, wenn wir genügend Leute da haben. Das wäre vielleicht auch mal ganz witzig. So, ich will irgendwie den neuen Killer spielen, ich weiß nicht warum. Ich muss da sowieso wieder Sachen verwenden und verschwenden. Wobei, vielleicht will ich ihn doch nicht spielen. Nee, hab's mir so eben anders überlegt. Wir wollen ihn dann spielen. Deathslinger für die Quest, oder? Versuche 5, ne? Um aufzuspielen, ja, zu treffen und zu treffen. Ja, okay. Klingt machbar. Wenn man trifft. Was Marsa häufig nicht tut, also vielleicht brauchen wir 2 Runden Anlauf. Mal gucken. Ich mach mal das. So, ein braunes Addon nehme ich mit. Vielleicht soll ich doch noch ein zweites. Rückziehgeschwindigkeit haben, Bruder. Ach komm, ich nehme das so mit. So, wie gesagt, wir machen ein bisschen DVD, bis der liebe X, der liebe Danus, sein Essen, glaube ich, gemacht hat, das er noch im Ofen hat. Ah, okay. Und Janine ist auch gerade auf dem Heim. Ja, ja, dann passt das ja. So, dann schreibe ich mal, okay, kein Stress. Hab ja derweil, ich hasse zu schreiben, zu tun. So. Und ich hoffe, sein Mikrofon funktioniert dann wieder. War vorhin so im Teamspeak, weißt du, ich versuche mit ihm zu reden. Und dann so, ja, ach, ich höre dich nicht. Ja, ich gehe da mal wieder. Und ich war so, hä, wie er geht jetzt einfach wieder? Hä? Ich war so verwirrt. Ich bin heute ein bisschen ruhiger, mir geht's gerade nicht so. Bin gerade so gesprächsbedürftig. Ich gucke aber zu und vielleicht muntere mich auf. Okay. Ja, wie gesagt, Lisa. Ne? Rede ruhig. Du kannst es auch gerne im Hintergrund genießen. Später wird es wahrscheinlich wieder lustiger, wenn wir wieder golfen und so uns gegenseitig zerfleischen möchten, weil wieder jemand besser ist als jemand anders. Ach, ich habe jetzt diesen neuen Skin. Aha. Cool. Und ich habe eine richtige Premium-Map für diesen Killer. Wobei, mit Monitor und Abuse könnte es vielleicht sogar helfen. Moin. Fängt ja schon gut an. Viel Glück in der Runde. Ja, das wird schon. Wir schaffen die Quest bestimmt. Bin mir sicher. Da bin ich schon jetzt zuversichtlich, dass wir die Quest irgendwie schaffen. Ich werde aber wohl 5 Leute mit dieser komischen Harpune treffen. Das wäre ja gelacht, wenn ich das nicht schaffen würde. Ja? So. Ansonsten hoffe ich, war euer Tag soweit ganz cool. Ich dachte, da sitzt jemand, aber es war nur ein komisches Map-Asset. Auch cool. Hier hockt jemand. Hi. Was geht? Haben sie Bock, liebe Mac? Oh, die wird schon wieder gerettet. Das ging aber schnell, mein lieber du. Das ging aber sehr schnell, mein lieber du. Ich bin so lahmarschig schon wieder. Ich hätte mir vielleicht gar nicht so viel Zeit zum Zielen lassen müssen. Ich hätte, glaube ich, sogar besser getroffen, hätte ich schnell geschossen, aus dem Gefühl raus.
Irgendwie wirkt das Spiel so leise. Ist das Spiel so leise oder tut das nur so? Hm. Da haben sie einen Gen angebracht. Ich glaube, das ist der erste. Und hey, hier leuchtet jemand aber ganz schön dolle, meine Liebe, du. Was ist die denn lang gelaufen? Hm. Nach oben? Yeah, Maggie, Maggie. Ah, nicht ausreichend. Ich hasse die blöde Kuh. Finde es okay. Ah, dann kommt es mir nur so leise vor gerade wahrscheinlich. Vielleicht habe ich leiser gedreht. Ich weiß es gar nicht. Kann ich mal aufhören, so nervig wegzulaufen? Das ist echt uncool. Oh, hi. So. Boah, die hat mich viel zu lange hingehalten. Das hat schon wieder 10 Jahre gedauert. Das hat wirklich schon wieder 10 Jahre gedauert. Mich wundert, dass das nicht gleich Pling Pling macht und alle Gens sind durch. Wenn das jetzt gut ist, Survivor, wäre das nämlich der Fall. Ne? Hier war auf jeden Fall jemand. Wo haben wir denn diese Person? Ich finde es nicht in Ordnung, dass sie hier Generatoren reparieren. Das geht ja mal gar nicht. Oh, hier sind mehrere schon wieder. Ey, du doofes Miststück. Was soll das? Ich glaube, es hackt. Dich bringe ich um dafür. Die macht einfach dreisteshalber den Gen an. Ich glaube, es hackt wirklich bei der. Alter, ey. Der werde ich es zeigen, mein Lieber, du. Die wird nicht mehr wissen, wo vorne und oben, wo vorne und hinten ist. So wie ich gerade. Scheiße. Okay. Ich nehme das zurück mit von wegen, dass kein Pling-Pling hier die ganze Zeit passiert. Wo kommt die denn jetzt her? Gab's aber selber nicht. Huch. Da oben repariert jemand einen Gen. Ne, warte mal. Wo ist der Gen? Hä? Doch, der ist da oben. Und hier ist Heilungs-Action. Okay, wir haben eine Person, die irgendwo da oben, da wo ich nicht weiß, wie ich hochkomme, hier. Einen Gen repariert. Oder? Hä? Wo ist dieser Gen? Nee. Ach, der ist da unten. Hä? Bin ich blind? Der wurde mir gerade nicht angezeigt. Toll. Genau die wollte ich nicht anhaken. Ich dachte, ich bekomme vielleicht die andere noch. Die andere hat sowieso einen D-Strike. Das bringt mir halt auch überhaupt nichts. Und die Map ist viel zu verwinkelt, um irgendwie gut schießen zu können. Hier wird das nichts, glaube ich, mit irgendwelchen coolen Schüssen, wo ich die über lange Distanz zu mir herziehen kann. Ich glaube, das wird hier nichts. Oh, Schwindboost. Hä, wie hat sie den denn auch immer wieder bekommen? Oh, nice. Nice, der hat gesessen. Sehr gut. Huch. So, dann komm mal mit, meine Liebe. Du darfst auch hier an den Haken. Der ist wie für dich gemacht. So. Da oben, oder? Oder sieht das nur so aus? Lul. Lul. Was geht hier denn ab? Hä? Hä? Warum? Oh, da war knapp. Puh. Hä? Andere aufgestanden? Wait, what? Dann gehen wir mal schnell. Wir gehen retten. Was war das denn jetzt für ein Lappen-Move von dir hier? Ah, schön. Voll in die Arme gelaufen. So, du darfst auch hier mal chillen. Oh, die ist tot, Gott sei Dank. Ich brauchte sowieso jemanden, so langsam mal. So, oh, Mausbett verrutscht, Entschuldigung.
Okay, die haben die ganzen Gens irgendwie hier in der Gegend. Also so halb. Nicht so wirklich, wenn man mal ehrlich ist, aber ich mach mal trotzdem hier kurz gegenschlagen. Ach ja, ich freue mich schon aufs Golfen. Bin mal gespannt, wann wir da heute nur anfangen. Wie gesagt, ein kleines DBD-Ründchen heute. Ich weiß, ihr seid längere gewohnt, aber naja, wir gucken mal. Bin doof. Manchmal sollte man Leute einfach nicht abschießen. Aber das lerne ich auch irgendwann noch. Shit. Das ist alles zu eng hier. Hier kannst du halt nicht coole Sachen machen. Das funktioniert hier einfach nicht. Voll uncool. Jetzt aber. Boah, dieses Ding hier. Oh, und sie haben alle Gens durch. Ach, schade. Ich hab doch noch die Quest, wo ich alle töten muss. Das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Das finde ich ist nicht in Ordnung, ja, das ist, geht gar nicht. Oh, die kann auch noch hängen. Oh, cool. Ich habe sie 2 Sekunden aufgehangen und sie, naja. Und hallihallo, liebe Pia. Hey, ihr Lieben, ich bin bei einer Freundin. Komm aber vielleicht später noch vorbei, dann streamst du gefälligst noch DVD. Weiß ich noch nicht. Wir streamen auf jeden Fall später noch Golfit. Ich habe jetzt, oder nicht Golfit. Ich sag immer Golfit. Ich habe jetzt DVD angeschmissen, während wir warten auf die anderen. Masa, kannst du überhaupt irgendetwas? Dankeschön. So, die andere Tante hat jetzt den Ausgang aufgemacht. Nur die Frage, welcher Ausgang? Nicht der. Abgehauen? Okay. Wow. Was ein Anti-Mate. Was ein Anti-Mate. Na gut, na gut, liebe Maggie. Ja, ja. So. Hätte besser sein können, die Runde, aber ich denke, war in Ordnung, ne? Ich denke, war in Ordnung. Aber Pia, viel Spaß bei deiner Freundin, ne? Wünsche ich dir auf jeden Fall. Wahrscheinlich hat die auch einen Pool, oder? So. Ach ja. Der Dev-Schlinger. So, ich sollte vielleicht mal gucken. Okay, Danos hat mir schon geschrieben. Was? Miau. Okay, gut. Dann gucken wir doch mal. So, hallo. Hallöchen. Erstmal wieder muten. Wieso erst hat man... Den Stream. Achso. Ich war vorhin draußen mit dem Handy im WLAN. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, da war die Verbindung halt einfach nicht so gut. Ich hab mit dir geredet, aber irgendwie... Ja, ich hab keinen Ton gehabt. Ja, ich weiß. Und das auch voll, also hat man mich eigentlich einigermaßen verstanden? Oder? Also ich hab dich normal gehört. Aber du warst halt so, ja... Dann auf einmal so, ja, dann gehe ich halt Katze oder irgendwie so. Und ich war so, heavy, er geht jetzt einmal um Katze. Und dann so, ja, tschüss. Ja, die Katze ist da gerade gegangen. Ich meinte dann, ich komme dann auch gleich. Ja, ich merk schon. Ich hab dann auch ziemlich schnell versucht, auf Trennen zu klicken, weil ich dann, mich beeilen wollte. Dann ist irgendwie noch Teamspeak beim Trennen der Verbindung abgestürzt, ja. Oh,
Okay, cool. War halt irgendwie komisch. Ich war echt verwirrt, ey. Weißt du, ich war wirklich nur so, hä? Heißt das jetzt, wir spielen kein Golf? Bin ich so da gehockt, hab mich gefragt, so, okay. Dann habe ich auf WhatsApp geschrieben, keine Antworten mehr und ich war so, okay. Ich glaube, das war's mit Golf. So voll so, hä? So, Janine ist noch auf dem Heimweg, oder wie? Ja, ich glaube. Voll. Ja, ich glaube gerade wieder da, die dürfte auch gleich da sein. Okay. Ich glaub, in den nächsten 5 Minuten. Ja, okay. So habe ich mal mitbekommen, aber frag mich. Dann würde ich sagen, dann gehe ich schon mal in Just Chatting. Glaube ich rüber hier, weil ja, ich glaube, dann noch eine DVD-Runde lohnt sich nicht. Dann können wir ja ein bisschen brabbeln. So. Brabbel. Und hier ist es ja dunkel. So, jetzt ist es nicht mehr sehr dunkel. Und dann kann ich meine tolle Musik anmachen. Ich habe übrigens das Lied, was ich gestern unbedingt hören wollte, habe ich heute dann angehört. Haha. Oh, krass. Ich wollte es eigentlich in Sims hören, ja, aber das ging ja irgendwie. Hat nicht funktioniert. Hallo Stimme MTS, das ist der liebe X denn. Ja, hi Lisa. Ich glaube, ich muss dich lauter machen. Ich muss allgemein, glaube ich, wieder alles ein bisschen lauter machen, habe ich den Eindruck. Keine Ahnung. Das muss jetzt Lisa beurteilen, weil ich habe keine Ahnung, wie sich das gerade anhört. Ich mache dich auf jeden Fall mal so laut, dass du ungefähr so laut sein müsstest wie ich. Dein Bett ist gemacht, Seltenheit. Ich kann das nicht einschätzen. Mein Bett, das war... Wobei, du siehst den oberen Teil nicht. Der ist nicht so schön gemacht. Aber meine Oma ist immer triggert, wenn ich mein Bett nicht mache. Wenn meine Oma das sieht, dann, dann ist vorbei. Da, ja, das, nee, das nicht, aber dann ist schon immer, dass sie auf jeden Fall auf einer menschlichen Ebene von mir enttäuscht. Oh. Nee, keine Ahnung. So, warte mal, ich muss dich mal ganz kurz ausstellen, damit ich den Leuten hier eventuell nicht ihren Gehörgang wegschalle hier. So. Jetzt. So, ich wollte nämlich Musik anmachen. Oh, ich hasse das, immer wenn man da raustappt. Wie laut mache ich denn das? Ist das laut genug alles so? Ich hoffe mal. Achso, lol, ich hab's gar nicht geschaut, sorry. Hast du meinen Augenstern? Diese andere enttäuscht. Was? Also mein Augenstern verstehe ich irgendwo, habe ich auch noch nie gehört, den Begriff. Augenstern? Bin gerade voll verwirrt. Was ist denn ein Augenstern, Lisa? Habe ich auch noch nicht gehört. Kommt mir fast sogar zu laut vor die Musik. Leider Augenstern. Augenstern, Brillen und Kontakt. Wortbedeutung. Silbentrennung, Substantiv. Aha. Okay. Anwendungsbeispiele. Schatz, du bist mein Augenstern. Dich habe ich zum Fressen gern. Cool. Danke, Lisa. Zum Fressen gerne jemanden haben. Ich verstehe. So. Okay, ich muss mal DVD hier switchen. Wir gehen mal kurz in Charles Chatting. Das ist nicht. Ey, was? That escalated quickly. Was? That escalated quickly. Oh, sie würde dich verprügeln. Ich glaube, Lisa ist wie der andere Sim, den ich hier habe. Ich glaube, mit einem Fluch belegt und wird jetzt einfach mit jedem, den sie irgendwie anredet, fängt sie eine Prügelei an. So wie bei Yves an den Sims. Warum ist es eigentlich in Deutschland auch so warm? Das ist doch. Bei mir geht's heute tatsächlich sogar. Ja, gut, ich muss immer erstmal runterkommen hier von allem. Ja, gut, ne? Wenn du jetzt auch draußen warst, dann ist ja definitiv warm. Ja, draußen ist noch angenehmer. Angenehmer als hier drin, bei dir jetzt, oder was? Ja, es muss ja erstmal durch lüften, ein bisschen zirkulieren. Okay. Oh, ich muss gleich noch ein Video angucken. Wie? Gleich jetzt noch? Was? Wir spielen jetzt Golf. Eben, deswegen kann ich nicht, das finde ich jetzt voll traurig, weil das höre ich mir zumindest an. Weil eine gewisse Musikerin hat ein neues Lied rausgebracht, deswegen. Ah ne, stimmt, das ist einfach nur Musik wieder zum bekannten Lied. Ah, okay. Muss doch Dominanz zeigen oder soll ich Geräusche machen, wie die Meerschweine? Ich wollte gerade Rennmäuse sagen. Wir murmeln. Das mit dem Murmeln muss ich noch probieren, ich habe keine Ahnung, was da, ja. Ach ja, stimmt, wir spielen nicht Golf, wir murmeln. Das ja, wir schlagen die Murmeln mit Golfschläger. Die großen Murmeln. Genau. Die nicht aus Glas sind. Aussehen wie Golfbälle. Aber keine Golfbälle sind. Ja, auch mal interessant. Ach, Mann. Uff.
Ich weiß es nicht, ob zu dem Lied so Musikvideo so nötig ist, aber es ist schöner, als sag ich da mal nichts. Ach ja, schön ist wieder daheim zu sein. Endlich wieder in Deutschland. Ja. Du, das ist voll viel besser und so. Oh, das war vorhin auch noch voll stressig mit das Lied ist ja egal. Eigentlich bin ich ja schon so sporadisch länger geblieben. Mhm. Hi. Johnny! Hi! Das ist ja aus Atem. Ich hab mich ja auch schließlich gerade beeilt. Gut so. So, erstmal alle lauter gemacht. Ja. Dann ist ja noch, Ach, hör auf mit dem Gespräch. Hilfe! Ja, es ist, wenn ich wen einlade, dann startet das automatisch Steam-Gespräch. Das ist ziemlich doof. Steam. Habe ich jetzt auf mein Steam draufgeklickt? Ach, jetzt muss ich ja das Video alles umbauen. Hilfe, ich will hier wieder raus. Ich darf nicht mehr weg aus meinem Bildschirm. Ja. Ich glaube schon, hier ist so richtig geschrieben. Ich darf wirklich nicht mehr aus meinem Bildschirm raus. Wieso darf ich nicht aus meinem Bildschirm raus? Ich wurde gerade gegrüßt von Lisa. Willst du auch zurückgrüßen? Ja, hi Lisa. Thanos, lass mich aus dem Bildschirm raus. Oh, jetzt. Nee, du bist jetzt hier gefangen. Ich bin immer im Bildschirm gefangen. So, wie heißt das jetzt? Golf with your friends. So. Ja. Janine, da. Reward play together. Nein, ich bitte. Bitte. Ja, das ist der Voice-Call. Ich hab meine Jeans an, das ist voll unbequem. Ja, ich hab mich heute auch schon umgezogen. Das ist die falsche Seele. Ich bin vor ein paar Minuten nach Hause gekommen und dann eben noch. Was hab ich gerade gemacht? Hat jemand von euch gerade was gemacht? Das war voll gruselig. Ich hab nur Spiel. Das ist das Kopfgeräusch, wenn jemand beitritt. Ah, dann was meinst du? Also soll ich jetzt wieder eigentlich mit Bildschirmaufnahme machen? Ja, ne? Hat man ja beim sonst auch immer gemacht gehabt. Ich glaub, ja. Ich hab Kekse. So, hier sehen Sie meinen Desktop. Hier gibt es nichts Besonderes zu sehen. So. Ich seh's nicht. Vier Spieler? Oh, das war wie vier was? Spieler? Was? Verwirrung! Ha! Spieler 3, vier raus. Ich bin Spieler 3. Ja, ich bin wieder Spieler 3. Achso, du musst erst deine Farbe wählen. Ich hab meine Pizza-Baguette. Ist übrigens noch voll schlecht von den ganzen Energies, die ich getrunken hab. Wieso, wie viele Energy Drinks hast du getrunken? 2. Bei Autofahrt, damit ich wach bleib. Oh, krass. Und ich hatte voll das komische, so viele Cheat-Programme, man kennt's. Mein Gott. Ich hatte voll das komische Mittagessen. Ja, das sah voll widerlich aus. Wann, heute? Ja. Hast du jetzt wieder so ein ekliges, komisches, vegetarisches Ding? Oh nee, das war echt... Ich war Albträume von. Ich kann aus Überzeugung sagen, dass nicht alles, was vegetarisch ist, so aussieht. Piep! Ja. Das Problem war eigentlich mehr. Also, was heißt Problem? Ich war froh, dass es nur nach Apfel geschmeckt hat. Und, ja. Dadurch hat er die Soße alles wieder weggemacht. Das war cool. Komm jetzt Tokio. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in der Blendest jetzt dann bald Tokio kommen. Oh. Ey! Es tut mir gerade leid für euch, aber, der Stream halt leider auch nichts, aber ich muss halt meine Musik erstmal noch einstellen. Das tut mir leid, aber das war wichtiger. Das muss ich gleich auch noch machen, aber ich wollte das jetzt machen. Und wo gehen meine scheiß Kekse auf? Ja, hier. Ach ja. Übrigens, die Kekse, die du gerade hast, die habe ich mal im Outlet für, ich glaube, 20 Cent die Packung gekauft. Was hast du für Kekse? Mit feiner Orangenfruchtfüllung, keine Ahnung, wie die heißen. Genau. Das sind so diese weichen Kekse mit dem Orangengelee und der Schokolade drin. Ja, genau. Ah. Ich weiß nicht, wer das was sagt. Die sind voll gut. Ja, die mochte ich auch immer ganz gerne, wobei auch irgendwie nicht. So, hallo, ich möchte gerne meine Farbe selber wählen dürfen. Entschuldigung, was soll das? Hat wieder jemand ganz besondere Farbwünsche oder was? Hättest du mich jetzt selber ich wollte doch. Wieso macht diese Frau alles? Ja, wobei. Ja, das ist meine persönliche Dienerin, die stellt das alles für mich ein. Na. Masa. Ja. Was? Was? Gehörst du eigentlich zum Nudist Beach? Was? Stimmt. Zum Nudist Beach? Ja. Ob ich da hingehe? Nein, ob du dazu gehörst. Ja, das ist bei den Softcakes leider so. Was? Was hat das jetzt mit den Softcakes zu tun? Verschrecklich, ja.
Was? Das hat gar nichts mit den Softkeksen zu tun. Du wurdest am Tag gesagt, du warst mit deinen Freunden nackt. Ich habe jetzt nicht vor, an den Nacktstrand zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Da muss ich dich, glaube ich, leider enttäuschen, aber nee. Bademodus habe ich schon eingestellt. Was? Bademodus? Also du hast jetzt alles für mich genommen, ne? Das passt schon so quasi so. Du willst auch gleich den Rest des Spiels für mich machen? Dann tue ich einfach so, als würde ich spielen. Ja. Ich muss übrigens noch meine Mittagessen-Story erzählen. Meine Mittagessen-Story? Ja. Ich bin in dieses Einkaufszentrum gegangen. Ich hab mir gedacht, da komme ich jetzt einfach zum Burger King, scheiß drauf. Ist mir jetzt egal, ich will irgendwas essen, dann losfahren. Mhm. Ich fühlte nur, dass sie sogar vor dem Burger King gestanden. Das ist so eine riesige Menschenmenge. Ich dachte, boah, nee, das kann ich jetzt nicht machen, das ist zu doof. Wolltest du nicht anstehen? Nee, das dauert ja ewig. Ja, kann ich mir vorstellen, hätte ich auch keinen Bock. Das ist eine tolle Krebsmisshandlung, was du da gemacht hast. Ja, lass mich doch erstmal erzählen. Und dann bin ich halt erstmal ins Einkaufszentrum reingegangen und hab gedacht, soll ich ins Laden gehen, irgendwas mitnehmen? Nee, ist auch doof, muss ich da Kasse gehen und so. Dann bin ich noch an einem Pralinenladen vorbeigelaufen, habe gedacht, ich kann meiner Schwester gerade noch hier die Macross oder so heißen die Dinger, ja? Hm. Mitnehmen, da steht sie voll drauf. Macross, wie der Präsident da? Nein, Macross, keine Ahnung. Okay. Ja, Macross. Und wer hat hier rausgetappt, weil das flimmert schon wieder so hässlich? Ich, aber ich kann gerade irgendwie nicht reinkommen. What? Ich bin drin, also an mir dürfte es nicht liegen. Von Softcake kann ich nicht so viel essen, da wird mir so schlecht. Oh, Lisa wird schlecht von Softcake, interessant. Ja doch, also das habe ich auch, wenn ich eine ganze Packung esse, ist mir auch schlecht davon. Oh. Ja, hallo Elizabeth, by the way. Ding geholt aus dem Pralinenladen, das heißt, ich habe da, was sind das irgendwie so, 8 Stück für 10 Euro. War teuer, aber die schmecken gar nicht mal schlecht. Also ich auch was probieren dürfen. Warum kannst du nicht reintappen? Vielleicht musst du. Soll ich einmal außen wieder rein? Man war nicht, woran das steht. Warte, ich kann dich ja einmal sperren, wieder entsperren. Martha, hast du eigentlich schon ein Passwort reingemacht in den Channel? Glaub nicht. Komm immer noch nicht rein. Okay, ich schmeiß dich raus, lad dich rein. Huh? Ich glaub, hä? Schaffen. Warte mal. Hä? Hä? Was, hä? Ich hab wieder rausgetappt. Ich hab rausgetappt, aber hier ist trotzdem noch das Spiel eigentlich sogar. Hä? Irgendwie ist das ganz gruselig alles. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Also ich bin jetzt wieder drin. Wenn ich Bildschirm... Ich mache eine Bildschirmaufnahme, aber... Ja, keine Ahnung, so. Ja, auf jeden Fall bin ich danach dann halt in so einem Pep-Laden vorbeigegangen. Und dann hab ich gedacht, ja komm, mir fällt da irgendwas. Ich wollte eigentlich was Vernünftiges essen, aber irgendwas wird es auch geben. Hä, die... Hä? Irgendwas ist heute... Okay, die Bildschirmaufnahme ist wirklich gruselig. Die Bildschirmaufnahme ist wirklich gruselig gerade. Oder macht er... Oh, er hat jetzt doch Game Capture, oder was? Ich glaube, er hat jetzt doch Game Capture bekommen. Dann machen wir was Neues. Okay, dann mach ich das aber jetzt weg, oder? Ja, okay. So. Ja, jetzt läuft Tokio. Dass die Katze mein Ladekabel entführt? Oh, das ist aber mies. Was? Ich dachte, die Katze hat dich ja erst entführt, wenn ich ehrlich bin. Nein, Lisa. Achso. Die Katzen haben mein Ladekabel. So, wollen wir jetzt loslegen? Ich will jetzt die scheiß Cat-Story erzählen, also. Aber wir können auch die Cat-Story erzählen, während wir loslegen. Und dann habe ich gedacht, ja, Burger hört sich eigentlich schon cool an, machen die auch richtig. Hast du die Essen-Story, nicht die Cat-Story? Nein, die Crap. Achso, die Crap? Oder Rap? Und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich irgendwann gemeint, ja, hier, den Burger, nee, machen sie gerade nicht. Ich habe nur die Auswahl von dem und dem, was hier auf dem Zettel ist. Ja, ich nehme einfach mal das. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich nehme es halt mal. So schlimm wird es schon nicht sein. Ein bisschen Englisch konnte die auch, die war ganz nett. Mhm. Da habe ich mein Menü mir andrehen lassen, aber auch hier habe ich was trinken gehabt und den ultra geilen Hammer Brownie. Der sah voll gut aus. Der war auch richtig hart, ich musste mit der Gabel richtig fest zudrücken, dass er durchgeht. Und der war richtig schokoladig, also es war eigentlich eine halbe Schokoladentafel, die ich da hatte als Brownie. Okay. Und der hat richtig gut geschmeckt und war auch. Ey, was meint mit deiner Farbe los? Mach das wieder zurück. Das ist Maser. Hä? Nee, ich mach jetzt meinen noch. Ich will einen Cupcake haben. Jetzt habe ich nämlich Hunger auf Brownie und Cupcakes und so. Wegen euch. Ich hab auch noch Pringles hier stehen. Ja, und dann habe ich nachher mal den Bekommen gekauft. Ich habe jetzt irgendwas eigentlich von Beef gelesen. Also hier, Rindfleisch, Rinderfleisch. Also komm, das ist schon interessant, was die hier machen. Das ist so ein Crepe, ist ja deren eigenes Nationalgericht. Die wissen schon, was sie damit anstellen. Mhm. Dann war das nachher aber eine, da war Käse drauf, geschmolzen, halt, stopp, enter mein Zeug bitte noch zurück. Ich war das nicht. Ja, wer auch immer das war, bitte zurück ändern.
Ich weiß nicht mehr, welche Farbe dort ist. Das gelb. Aber Grünchen passt viel mehr zu der Nein, Mütze gelb. Und zu dem, was gelb. Du da pupst. Gelb. Das war der Ente, der pupst. Das hast du auch eingestellt. Moins, Gessi. Matti. Mach mal einen Orangenschein, das sieht gelber aus. Ja, ja genau, und dann war da halt Käse drauf, so? Irgendwas Fleischiges und halt so ein Spiegelei. Ja, das Fleischige sieht aber komisch aus. Ein Stück probiert, dann ja, ist Thunfisch. Was? No, was? Ja, das war ein Crepe mit Käse, Thunfisch und einem Spiegelei. Und hat das ein bisschen Zitrone darüber geträufelt, weil es halt ein Fisch ist. Ja, what the fuck, aber daher, dass ich dem nicht so abgeneigt bin und es eigentlich noch ein ganz guter Thunfisch war, das kann man halt echt gut essen noch, ging das eigentlich voll klar. Okay. Ja. Ich glaube, wir können. Schon was von der neuen Streaming-Plattform gehört? Eine neue Streaming-Plattform? Hä? Ich hab nur gehört, dass Mixer tot ist. Mixer? Ja, ist ja nicht direkt tot, es ist ja an Facebook gegangen. Facebook, ja. Ja, also tot. Ja. Was muss ich ja beim Essen noch spielen? Das war aber die Map ist aber hübsch. Das aber, ups. Nein, wie kann ich ja wieder raus ausziehen? Wenn übrigens die Musik zu laut ist oder so und man die anderen nicht hört, sagt mir Bescheid, laut, Leute. Nee. Sei leise, Danus. Dir redet keiner. Nein. So, das Mobbing beginnt. Ich schmeiß gleich hier raus, ich bin alleine weiter. Oha. Oha, sowas würdest du dich niemals trauen. Irgendjemand hat wieder rausgetappt. Danus, tapp wieder rein. Nein! Nein, ich habe aber auch nicht rausgetappt. Hm, das dann, hat okay. So an sich. Schade. Wenn ich raustappe, dann seht ihr gar nichts mehr. Ja. Oh, ja, stimmt. Mondschein! Golf! Ja, wir spielen gerade. Wait, what? Oh, das geht? Ja, scheiße, wie viel hat sie aufgeladen? Ich bin aber schlecht. Mach's nochmal an, ich hab's nicht gesehen. Oha, verrate ich dich. Was hast du eigentlich den Stream Murmeln with Friends genannt? Was? Murmeln mit Friends? Eigentlich könnte ich so nennen, ne? Aber. Noch Müll! Wieso macht alles Müll? Ja. Hi! Hi! Oh, du liegst viel besser als ich! Du bist Müll. Murmeln! Wir müssen noch murmeln! Ich will wissen, ob das cool ist. Prime TV ist eine neue Streaming-Plattform, Discord fürs. Was? Achso, ups, ich bin gerade in der Zeile verrutscht und lese erstmal das, was der Nightbot geschrieben hat vor. Ich bin definitiv nicht verpeilt. Okay, aber warum sollte ich von Twitch weggehen? Oh, warte, ja. Mir fällt auf, ich muss die Kamera wechseln, weil man sieht nicht, welcher Spieler dran ist. Aber dann kann er gleich mal raus. Oh. Also war die Kamera doch im anderen Eck, ich wusste es. So, warte mal kurz. Aha. Oh fuck, jetzt muss ich da... Hallo, Sims-Katze. Jetzt muss ich da auch wieder... warte mal. Oh, ich mag diese gefüllten Kekse. Ich hasse alles. Warte mal, was? Ich darf mal. Ich darf mal lesen, was in der Gruppe passiert ist. Hier, warte mal. Okay, wo bin ich denn? Ach du Scheiße. Arsch der Welt. Nee, das geht nicht. Oh Gott. Masa, was hattest du denn gerade vor? Keine Ahnung, ich wollte ins Loch. Aber ich finde nett, dass ihr mir noch eine Chance gibt. Um ja, ach, wir nicht ganz so allein da. Ich war ja lost. Ja, ich war lost, weil. Cool. Also. Ja. Ihr hättet beide Birdie haben können, aber. Okay. Ja, ich bin scheiße. Ich weiß nicht, wieso der bei mir drüber gesprungen ist. So stark. Ich weiß auch nicht warum. Er hätte vor reingehen müssen. Ach nö, ich hab kein Glas hier. Na egal, ich hab noch irgendwo ein Bier rumliegen. Aber ja, also Streaming-Plattform werde ich definitiv nicht mehr wechseln, weil Twitch ist für mich das einzige Wahre, was irgendwie Sinn macht. Ja, also ich glaube auch, dass Twitch am besten ausgebaut ist von den Funktionen her bisher. Ich glaube auch. Aber ich kann es mir mal angucken aus Neugierde, würde ich es mal angucken. Google hinten dran steht. Aber ansonsten, ja. Wer ist schuld? Auf wen schieben wir den Misserfolg? Janine. Was? Hä? Hä? Was? Die Wellen, die haben mich abgelenkt. Oh, jetzt geht's wieder ab hier. Oh, die Qualität ist wieder richtig gut hier. Oh, wie schade. Sie stirbt erstmal. Janine stirbt erstmal wieder. Fängt schon wieder gut an. Ach, du willst nicht wissen, wie das den einen Abend war. Nicht wahr, Danus? Ja, das ist wirklich fast korrekt.
Das war witzig. Für dich vielleicht, aber nicht für mich. Oh mein Gott. Oh, okay. Aha. Oh, jetzt hat sie. Oh, oh, oh. Okay. Lol. Okay. Kann ich vom Kuscheln. So, jetzt meine Chance hier. Ich versperrte nur den Weg. Also daher, dass ich mit im Stream bin, ich habe jetzt erstmal einen Skull. Hier flavored with Vodka Lime. Lol, Mother. Too easy. Ja, das hier ist der richtige Skill, Leute. Ich bin ESL Battle League im Golfen und AKA also, Moment. Egal, hier erstmal. So. Hab hier Stil. Mit meiner Inkompetenz, bevor dass ich mit Twitch halbwegs klarkomme. Wie soll ich das jetzt machen, Mensch? Ja, Herr cool. Fandanus, let's go. Ja. Möglich so, dass ich auch reingehe? Da willst du auch noch mitgenommen werden. Er gibt sich Mühe. Er gibt sich wirklich sehr viel müde. Glaubst du, das wird heute noch was? Ja, ich glaub schon. Alter! Was? Ja, GG! Ja, da hat's jemand aber spannend gemacht. So, Janine, jetzt mach nach. Ja, das ist halt hier gekonnt. Ich hab ja extra grad Zielwasser getrunken in der ersten Schluck. Ja, ich merk schon. Hey. Oh, ups, sorry. Ah, oh, Danus sabotiert wieder seine Mitspieler. LOL! Er muss jetzt drücken. Mühre. Was? Was ist Mühre? Mürre. Oder so, nee, keine Ahnung. Nee, war ich müde oder irgendwie. Ich hab irgendeinen Scheiße gelabert. So, wer gewinnt, bin ich am Gewinn? Ja, ich bin am Gewinn. Ich gewinne immer, ich bin so gut im Game. Ich hab die letzten Spiele auch alle gewonnen. Also, ich fast. Ich hab Danus gewinnen lassen natürlich, also. Ja, War das nicht nur mit einem Punkt dazwischen? Hier können wir auch einen Hole in One machen. Nein! Well, you tried. Das war echt schade. Das ist immer noch so entspannt, dass Mensch nicht mehr quietscht. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir Twitch geholt habe. Ich habe mir Twitch geholt, einfach weil es die Livestream-Plattform halt damals schon auch war. So du hast die Let's Plays von den ganzen Leuten hast du auf YouTube geguckt und dann sind sie alle mal auf Twitch live gegangen. Das war schon immer so irgendwie gefühlt, ne? Das ist einfach so, ja. Ich wollte Rache machen. Ja, oh. Nein! Och Mann! Ich war so gut! Du Noob! Och Mann! Hä? Dann nennen die mich noch Noob? Das war voll. Das Spiel ist doof. Das kann voll keine guten Physik und so. Die Profi hab ich gerade eben eingelocht hatte, nachdem ich 50 Mal hinhergesprungen bin. Ja. Das Du bist zum Glück nicht mehr schlecht. Sing it louder. Entschuldigung. Boah, Twitch sings irgendwann mal, kickt hart. Ich war ja eben auf dem 100. Geburtstag und da gab's voll die ekligen. Moin Kalle! Was gab's ekliges? Schnittchen und so ein Zeug und ich fand das voll widerlich. Was für Dinge? Schnittchen! Schnittchen? Ja. Kennst du keine Schnittchen? Was sind Schnittchen? Oh ne. Schnittchen sind je nachdem voll geil. Ja, aber die waren nicht geil. Das ist ein Schnittchen. Das ist so kleine Brotscheiben, wo Zeug drauf liegt. Oder Baguette. Ach so. Oh, das war jetzt natürlich voll erfolgreich. Wow. Wie viel hast du gemacht? Ja. Das ist jetzt die Frage, ne? Ja, jedenfalls mehr als zwei, so viel sage ich dir schon. Oh lol. Janine geht all in. All in, let's go. Du bist nicht gerade, Janine. Noob genannt. Ja. Wer hat mich Noob genannt? Lisa. Finde ich gut. Lisa so. Nennt mich Noob? Ja. Recht. Marcel, ich gehe jetzt schon duschen und ins Bett. Tut mir so leid, ich bin einfach nicht mein Abend. Mach die zwei fertig, du Noob. Ach so. Ja gut, dann aber von wegen die anderen beiden, die sind ja dann noch noobiger, wenn ich die fertig mache. Hab Spaß und schlaf später gut. Alles klar, Lisa. Ich wünsche dir eine wunderschöne und erholsame Nacht vor allem, ne? Vielleicht, bis in die Sprachnotizen oder so. Eine wundersame Nacht wünsche ich auch mal. Ja, von mir auch. Ich würde einen Raketenstart machen. Glaube nicht. Warum nicht? Weil. Nö. Ist klar. Da hat der Maser wieder eingelocht. Aber so richtig geil, ne? Ich kann das ja, halt, wie gesagt. Maser ist Profi im Einlochen. Was? Ich wollte es sagen. Ja, mit Löchern kenne ich mich aus. Ja. Was?
Masa, ich könnte dir noch ein Spiel empfehlen. Ich muss das andere erstmal noch spielen, was du empfohlen hast, Moonshine. Ich hab noch. Wobei es dauert nicht so lange, vielleicht streamen wir es heute noch, aber ich kenne mich da nicht aus. Du fandest das, hast das für gut befunden, ne, Moonshine? Vielleicht streamen wir das später noch oder so. Darf man das auf Twitch streamen oder ist das ein komisches Spiel, was man nicht dürfte? Sowas würdest du mir wahrscheinlich nicht empfehlen. Wie viel hat die eigentlich gerade gemacht? Oh, das ist zu viel. Zu viel. Oh. Gar nicht sein. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn du da nicht am Anfang schon irgendwie chillig reinkommst, hast du irgendwie dann verkackt. Ja, gut, man kann auch so immer gleichmäßig reinkommen, aber man muss halt wissen, wie viel. Ja. Hm. Masa, was kann, was ist das eigentlich für ein Game? Das ist Golf with Your Friends. Und, steht auch in den Text eigentlich. Und wir, ja, stimmt. Ich glaube, wenn du Ausrufezeichen Game machst, weiß ich gar nicht, ob das sogar auch das anzeigt. Bin mir gar nicht sicher. Wir spielen das gerade hier so remote-mäßig. Deswegen wundere dich nicht, wenn die Qualität manchmal kurz komisch irgendwie ist, aber wir spielen das quasi. Über Danus. Über Danus, seine lieben X-Den. Das heißt, er streamt das Ding jetzt zu mir als Livestream-mäßig, spielmäßig, Übertragungsdingens und ich streame das nochmal zu euch. Also Quality Content. Was? Das war gerade eben viel knapper. Yay! Loch 4. Okay. Boah, ich bin halt voll gut. Janine, was ist da los? Janine hat heimlich geübt. Kostet das was? Ja, das kostet was. Das ist ein Spiel, das kostet was. Das Spiel an sich kostet was, aber wenn es eine Person hat, kannst du halt mit diesem Remote-Dingens das machen. So wie es wir gerade machen. Meine Kekse sind ja schon halb leer. Ich hab gar keine Kekse da, beschwer dich nicht. Ich hätte auch gerne. Wobei, ich hab Kekse. Mein Pizzabrot ist bald weg. Wieso ist es eigentlich immer so, dass immer wenn ich mit euch streame und spiele, dass ich dann mega Hunger bekomme und auch im Stream irgendwas fressen will und so? Weil wir immer essen. Ja, ich merk's. Ich glaub darüber. Glaubst du das? Ja. Weil das eine Schanze. Mhm. Also voll Karacho ein. Mhm. Ja, probieren wir's mal. Ich glaube. Okay, ich glaube, wir müssen zu dem anderen Ding rüber. Irgendwie habe ich das Gefühl, man muss. Wo muss man rüber? Zu dem linken? Nee, aber der Winkel ist halt wichtig, auf den du da hochkommst. Okay. Und hoch? Don Hajo. Oder Don Hajo. Dankeschön für den Follow. Ich glaube, man muss doch erst auf das Ding da oben. Willkommen im Hamster, das machst du hier gemütlich. Ja, so, ich habe jetzt irgendwie jetzt immer noch keine Ahnung. Man muss da hoch und dann da so rüber, oder? Ja, genau. Deswegen ach, ist da die eine Bande weg. Die andere Bahn. Nein. Ich check das trotzdem nicht mehr, oder so. Ja gut, du musst da irgendwie. Hat der Anomalie? Das habe ich, glaube ich, als Humble-Ding. Habe ich noch rüber. Ich habe keine Ahnung, ey. Oh. Toll. Okay, war gar nicht so scheiße, aber ich muss, glaube ich, doch auch mehr Gas geben. Ja, Füße Wasser. Das letzte Mal, wo ich da unter der Bahn gelandet bin und trotzdem weiterspielen konnte, war Masa gar nicht dabei, ne? Hm. Nein, gar nicht. Ja. Oh, das soll man nicht so das machen. Holy Bridge 2 klingt cool. Holy Bridge 2 kenne ich, aber weiß ich nicht, ob ich das unbedingt spielen würde, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Hä? Nice try. Versuch was wert. Kann jemand aufhören? So. Holy Bitch 2. Die Holy Bitch. Ja, ich vergessen, was ich sagen wollte. Oh. Oh. Puh. Puh. Das wird ein bisschen dauern, glaube ich, hier. Ja. Aha. Aha. Wie viel habt ihr jetzt eigentlich da hochgehauen? Ah. Tja, ne? Soll ich mich eigentlich muten, wenn ich esche? Nö, ja. Also solange du nicht auffällig mampfst oder so, glaube ich, geht's. Das triggert mich zumindest immer. Wenn ich jemanden so richtig so höre. Da kriege ich einen Anfall. Na gut, da können wir dann Bescheid geben, wenn es so zu viel wird. Ja, das ist kein Problem. Masa, kennst du The Last of Us? Ja, aber das sind so Spiele, die dauern 10 Jahre dann, glaube ich. Masa, wann spielst du eigentlich mal wieder Dingsabumster? Hey, genau.
Ja, wir müssen noch, ja. Wir müssen noch Half-Life Alyx theoretisch spielen, wir müssen noch Hellblade theoretisch spielen. Ich habe noch ein anderes neues Spiel gekauft, was ein bisschen Minecraft-ähnlich ist irgendwie, aber in viel geiler aussieht. Das wollte ich vielleicht auch noch irgendwie mit euch mal zocken. Und Hellblade muss ich auch noch seit Jahren fertig spielen und ich mache es einfach nie. Ich habe keine Ahnung, wie hoch ich da jetzt... Ja, so, dass du rüberkommst. Oh Gott. Oh. Okay, interessant. Das war ein bisschen, da habe ich fast ein bisschen Angstschweiß bekommen. Aber wir werden wahrscheinlich noch sehr viele Spiele spielen, die wahrscheinlich länger dauern. Also da kommt auf jeden Fall was auf uns zu Ende diesen Jahres noch. Ich bin auch am überlegen, ob ich dieses Cyberpunk spielen sollte, aber ich bin mir irgendwie so unsicher. Ach, ich schon nie. Soll ich das? Na, ich lass es lieber. Ja. Nico spielt irgendwas mit Royal. Hm. Naja, cool, dass der ganze Stream meines Schweines Benachrichtigungen sieht. So. Das hätte ich beinahe gerade geschlagen. Hm. Yay. So, jetzt müssen wir noch trainieren. Cyberpunk hat mich mit den letzten Gameplay-Videos schon etwas abgeschreckt, beziehungsweise enttäuscht. Echt? Das sieht voll cool aus. Das ist eigentlich auch irgendwie cool. Mit dieser einen Szene da auch, wo du dann so, so diese Szene analysieren musstest und so Zeug, also puh. Ich habe jetzt von GameStar, glaub, das Review gesehen, wo sie die Demo, ja doch, Demo-Art spielen durften und ein Ding machen. Schön fertig. Sah ich echt cool aus und hat auch gesagt, das hat mega Bock gemacht und so. Okay, nice. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Hätte aber besser sein können. Ja. Ah. Ah ja. Oh. Huch. Das war sehr gewagt. Ja, das war knapp. Das hätte klappen können. Mhm. Ich hab's leider nicht. Warte mal, doch, ich bin dran. Gott, ich war gerade nicht sicher. Ich kann die Verpackung eigentlich schon wegwaschen, weil ich nur das 4 stimmt, Kekse aber bei CD Projekt Red ist es noch ziemlich gut, was Spiel und so weiter angeht. Besser, wenn man den Witcher anguckt, das ist ja schon ein Megaspiel und. Ja, wenn man halt auf Rollenspiele steht, dann sind es halt Megaspiele. Denke ich mal. Und das Setting muss einem halt auch gefallen. Mhm. Wenn man auf die klassischen RPGs steht, wie jetzt irgendwie Witcher, Dragon Quest und so weiter, da wäre ich nicht runtergesprungen. Das war eigentlich auch nicht der Plan. Das falsche Setting wahrscheinlich. Aber an sich denke ich mal, dass ich das machen kann. Was? Da war eine Palme. Achso. Und Heilkloppen 12. Welcher ist nochmal welcher Ausgang? Das hier ist der linke, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung auch. Probier's aus. Na, ich wollte schon irgendwo reinkommen. Ja. Ah, nee, es war der falsche. Scheiße, ich hab's ihn vertauscht. Naja. Aber hi, Kloppen. Wie geht's? Ja, also ich hab halt auch, ich bin mir nicht sicher, was ich alles spielen will und was nicht irgendwie. Irgendwie hätte ich schon Bock, aber irgendwie auch irgendwie bin ich wieder so, Ach, ich hab noch so viele Spiele zu spielen. Ich wollte gerade mal die Bibliothek aufmachen. Nein, nee, mach ich lieber nicht. Ja. Hi. Oh. Bin auch gut, dass ich das ausprobiert habe, wie das mit den Löchern ist und die alle ins Gleiche reingehen. Ich wollte eigentlich das andere, aber es hat nicht. Konnte mich nicht mehr erinnern. So. Das ist Paar gewesen. Und schon. Dann bin ich ja voll unter Paar. Yay. Ach ja. Ich bin immer noch vor dir. Oh, wir haben Gleichstand. Ja, ich wollte gerade sagen. Das hat das vor dir. Anscheinend gibt's Speed. Ich glaube, das Spielbild, wir sagen. Hau rein, Alter!
Raketenstart! Boah, was? Nein! Ah, das wäre fast gut gewesen. Der war wirklich nicht schlecht. Boogie. Ja, da hast du schon recht. Also Boogie ist halt echt Müll. Huh? Soweit okay. Die Abprallwinkel und so funktioniert. Ja, eigentlich. Du willst nach links wegspringen zum Loch, nicht nach rechts. Ich habe eine Links- und Rechtsschwäche. Manchmal gefühlt halt sogar wirklich. Hi. Ja. Oh, nicht so weit weg. Jeder wieder näher ran. So. Komm, du bist am nächsten dran, also. Ja, passt schon. Voll nicht. Welche Spiele hast du denn so in deiner Liste, die du noch anspielen möchtest? Achso, der liebe Danus wahrscheinlich meinst du, ne? Ich glaube, die Frage geht an dich, aber geht vielleicht auch an mich. Also was ich halt von den Spielen, wie die rauskommen, ist halt Resident Evil das neue. Das kommt ja bald irgendwie demnächst irgendwann mal. Nächstes Jahr wahrscheinlich. Oder wann war das? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls den neuen Resident Evil. Assassin's Creed den neuen wollte ich auch eigentlich spielen, weil mir Odyssey eigentlich gut gefallen hatte. Und Cyberpunk halt eventuell. Und ansonsten gibt es noch so ein paar Nebenspiele, auf die ich mich auch freue, wie zum Beispiel, ich glaube, das heißt irgendwie Sprinticized. Das ist von dem Macher von Welcome to the Game. Und das kommt wohl auch demnächst raus. Ich freue mich voll drauf. So, was steht denn noch auf deiner Liste, Danus? Was? Was steht denn noch auf deiner Liste von Spielen, die du noch spielen musst? Also, ich habe von letztem Frühling immer noch Devil May Cry 4. R5. Ist das der neueste? Das ist der neueste, ja. Boah, warte, den hast du in der Bibliothek, dann kann ich den ja auch schon spielen dann. Ja, natürlich, den habe ich seit einem Jahr in der Bibliothek. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich noch spielen will. Und ich habe auch den Vierer und Devil May Cry DMC. Also die letzten drei Teile habe ich. Ja, genau, also weil Devil May Cry ist halt voll. Also Devil May Cry in sich ist halt volles Fun-Game. Und was habe ich denn sonst noch? Genau, Assassin's Creed Revelations muss ich noch fertig spielen. Du hast doch letztens erst drei neue geholt. Zwei. Na dran gewesen. Eben das eine davon war hier dieses. Ah, der Feli ist auch da! Hi Feli! Solche Nerds, schlimm. Wie hieß es hier nochmal, dieses Rattenspiel da in Frankreich? Was? Oh, ich hab grad vergessen, wie das heißt, das Rattenspiel. Ich spiel dann in Frankreich zur Pestzeit und das hat dann mit den Ratten und es geht Blake um Tale? Die Geschichte. Ja, ja, genau, Blake doch. Tale. Und bin ich gerade mies hier, ey. Du bist ja richtig schlecht. Wenn der jetzt reingeht, bin ich beleidigt. Das sollte schon sein. Genau. Und Vampir habe ich mir jetzt auch gekauft, die Tage. Ah. Dann, genau, gut, Witcher will ich halt auch mal noch spielen. Hab die Serie gesehen. Ich auch. Weißt du, sonst nichts gesehen, aber Serie, Hauptsache die Serie. Die Serie war aber auch gut. Mir hat irgendjemand mal, cool. Irgendjemand meinte zu mir noch von wegen so, wenn ich dann doch das andere alles nicht kenne, die ganzen Spiele oder so, dann kann ich doch mit der Serie gar nichts anfangen. Aber ich hab die Aussage irgendwie nicht verstanden, muss ich zugeben. Weil ich komme trotzdem voll klar mit der Serie. Das fand ich auch, wenn man keine Ahnung hat. Ja, zählt ja auch vorne weg. Hey Feli, was geht? Hi Feli! Hi Feli! Oh lol. Was wollte ich denn sonst noch so spielen? Festgestellt, dass ich lagge, wenn ich was runterlade. Oh. Ja, ich lag gerade viel hoch. Oh, das war übers Ziel hinaus. Das war schon schlecht, also. That was too much. genau, das neue Doom will ich mir auch mal noch kaufen. Also, ich wollte noch ein Momentchen Gesellschaft leisten. Damit ich mich so nicht so alleine fühle, ne? Ja. Das ist sehr lieb von dir. Oh Gott, jetzt habe ich so einen doofen Platz. Danus direkt vorm Loch, Spiele. Weißt du nicht so, ja, hi. Klar. Und Hallöchen, Fortuna. Hi, Fortuna. Haha, ein Vögelchen. Da trinke ich doch gerade einen Schluck. Meine Vögel essen gerade. So, jetzt komm zu mir rüber. Ich will Gesellschaft wieder haben. Aber das ist schon verschwert, das Bier. Ist das doof. Hi. Na naja, gut, es ist einfach reinzumachen. Bitte was? Das ist Kackspiel. Gelassen. Voll die scheiß Physikmechanik. Daran muss es liegen. Und am Map-Design. An mir kann es nicht liegen, war das Map-Design. Ja, ich glaube. Ja, doch, genau. Das ist die Stimme. Bin die eigentlich noch da oder ist er wieder gegangen?
Ist das die Stimme, die auch eingelegte Babys cool fand? Ich bin da, ich probiere aber gerade irgendwie noch was, einfach so eine Sekunde Ping. Das ist nicht so geil. Oh, das ist schlecht. Oh fuck. Naja, wow. Man muss sich ja erstmal in Positionen richten, ne? Also, das, anders hätte ich es jetzt nicht reingeschafft. Das war alles geplant. So. Ja, natürlich. Also, ich bin drin. Also, ich darf ja gleich vor mir. Ich will mir auch unbedingt Sims 4 holen auf Steam, aber wenn ich die Packs sehe und die Preise dazu, wird mir direkt schlecht. Wieso willst du es denn auf Steam holen und nicht auf Origin einfach, oder? Aber gut, wenn du es noch nicht hast. Weil du dann doppelt Angebote absagen kannst. Wenn Steam Sale hat, kannst du das von da holen. Fuck. Wenn Origin Sale hat, kannst du es von da holen. Aber du kannst sie doch nicht zusammen haben. Doch, weil Steam startet das auch nur über Origin. Ja. Aber Steam geht hin und registriert das bei Origin. Oh, komm. Eigentlich wie dumm ist das? Du dann Origins die Scheiße auch kaufen können. Okay, ganz komisch wieder mal. Das müsste gehen, ja. Das heißt, wenn ich mir Sims 4 jetzt auf Origin, auf Steam noch hole, denn das Standardspiel, kann ich dann auch die DLCs dazu irgendwie kriegen? Nee, ich weiß nicht, ob er dann sagt, du hast das schon. Kriegst du jetzt ja nicht. Komisch. Aber es würde theoretisch so funktionieren. Also, ja. Ich hab's nie ausprobiert, aber es könnte theoretisch. Sehr merkwürdig alles. Wie bist du da hinten gelandet? Ich hab das Spiel. Stimmt, beim letzten Mal Golf spielen war dieses komische Geister-Grusel-Baby-Ding. Ja, mit dir reden. Was? Was? Ich habe euch gerade einfach ignoriert, weil ich wieder auf meinen Chat eingegangen bin, weil der wieder wichtiger war. Tut mir leid. Du gehst mal auf deinen Chat ein? Ja, das ist schlimm, ne? Wir wollen, ja, wir wollen immer, dass ich mit denen rede und ja, so. Ich bin nicht mehr der Alte, es ist vorbei. Ich bin voll abgehoben. Voll abgehoben. Wann gehst du auf deinen Chat ein? Hä? Hallo? Okay. Ich sag nur, wenn du Sims spielst. Ja, bei Sims kommt's ja darauf an. Hä, aber da geh ich auch auf. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich angeschrieben war, aber. Hä? Ich sehe dich immer nicht. Wann warst du denn das letzte Mal da? Das letzte. Ja, genau. Janine, Alter, was geht denn bei der auf einmal ab? Ja, die will wieder vor mich kommen. Ja, das stimmt. Ich merk schon, die ist voll am Abgehen hier. Was? Oh, weißt du, jeder kommt da irgendwie. Ich hasse das Spiel. Jeder kommt da drüben ganz normal an und ich so, ja, ich hüpf mal drüber, ohne eine Taste zu drücken. Ach, scheiß Spiel, ey. Ja, natürlich. Gleich deinstallieren, obwohl ich gar nicht den aktiv, also installiert hab. Bist du schon? Ich wollte gerade sagen, wie willst du das von mir deinstallieren? Keine Ahnung, irgendwie. Hör auf, rauszutappen. Ich hab rausgetappt. Gar nicht raus. Ich wusste, dass du raustappen würdest. Hab doch gesagt, meine Musik hat gestoppt. Jetzt sieht's aus wie ein Retro-Game. Alter, und wer macht hier meine Maus gerade kaputt? Ah, da! Hä? Wer war das? Wer war das? Ich hab nur reingetan. Ja, und das hat ihn abgeschossen. Ich hasse euch alle. Wenn ich verliere, dann schiebe ich das auf diese eine Runde hier, wo Janine reingetappt hat und meinen Golfball weggeschossen hat mit dem Furz. Ja, ja, also wenn, dann ist Janine, ganz klar. Nein, wenn immer irgendwas ist, ist es entweder Feli oder Dame. Was? Achso, Felix. Ja, stimmt, Felix ist auch da. Der spielt zwar gar nicht mit oder so, aber der ist dann schuld. Das passt. Der DDoS mich, deswegen hab ich nicht verbindet. Genau. Hey, ich DDoS mich maximal selber. Ach, Felix, ich hab grad einen 20 Mbit Upload am Laufen. Das war ein Satz mit X-Point. Ah. Okay. Meine Kekse sind alle. Ja. Man bräuchte einen Zitate-Bot. Boah, wir haben eh schon so viele. So viele Insider. So viele Insider-Commands irgendwie. Wieder drei, du bist ja der Reihe. Ja. Wenn man die Spieler nicht umbenennen kann, ist irgendwie ein Schade. Ja. Ich hab erst schon Zitronenbot gelesen gehabt. Ich hab gar nichts gelesen, weil ich nicht im Stream bin. Sarah spielt uns was. Nein, Sarah. Spit in. Ja, so weg. Das war deine Mission gerade, Masa. Ich glaube, er wollte von der Wand abprallen, aber. Obwohl, das liegt gar nicht mal so schlecht. Ja. Boah, kann ich jetzt hier risky business oder nicht risky? Boah, all in oder? Oh, aber. Okay. Oh. Ja, hat nicht funktioniert. Das hat nicht so gut funktioniert, ne? No risk, no fun. Ja, genau. Ich wollte eigentlich meine Maus drehen. Das ist Frau Schummlerin wieder am Start. So, Janine ist immer noch am Start. Janine ist am Start vom Start. Ha. Oh, jetzt aber.
Interessant. Interessanter Spot, aber ich glaube, puh. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, ja. Aber du liegst ziemlich gut. Wenn du richtig springst gleich. Wie springt man nochmal? Left, okay. Linksklick. Ich hab irgendwie Angst. Boah, wie knapp. Ja, passt schon. Nein, in dem hier nicht. Weißt du, man könnte meinen, man springt mit der Leertaste, aber in diesem Spiel ist alles anders. Ja, das stimmt. Das Spiel ist speziell. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Oh, schade. Ich meine natürlich, oh, wie gut, das freut mich voll für dich. Ja, so zwischendurch manchmal. Wie lange wirst du ungefähr noch streamen? Heute? Heute streamen wir schon noch ein bisschen, zumindest bis 0 Uhr. Also, wir spielen nicht die ganze Zeit Golf. Nein, er hasst halt auch viel zu stark. I hate my. Ja, das ist dann auch, beruht auf Gegenseitigkeit, glaube ich. Das ist so ein SM-Chat oder so? Ja, ich glaube schon. Edi! Willkommen für Marthas SM-Stream. Alter! Oh nein! Mann, wieso bin ich schon wieder so inkompetent? Komm, Hüpfer! Hüpfer um dein... Oh, ich hasse alles. Du hättest pusten müssen. Pusten, achso. Massa denkt schon an Sims gerade. Was? Ja. Wieso an Sims? Ja, SM. Dann machst du mit achso, deiner Sims, Freundin ja, SM ja. Abend. Was? Einen Nacktbadeabend. Oh, Leute. Ich bin dafür, dass Massa zu Nudist Beach gehört. Ja, eigentlich schon. Ja. Ich weiß nicht mal, was das genau ist, aber ich denke... Ich habe vorhin übrigens von Pandoria hier Date with Ariane geguckt. Das ist so bescheuert, das Spiel. Das ist so gut. Und es gibt auch Nachfolger davon. Ja, ja, eben, das spielt ihr ja. Ach, okay. Und da laufen die auch gerade die ganze Zeit nackt rum. Und Pan sitzt immer. Oh, was? Ich muss sagen, dieses Wodka-Bier ist ganz cool. Boah, ich glaube, ich habe auch Wodka-Bier gesoffen, so wie ich gerade spiele. Danus, willst du mich kurz noch? Ja, ich bin gerade überlegen, wie komme ich da rein oder nicht wegzuficken. Komm, nimm mich mit. Nimm mich mit. Du willst es doch auch. Also ich hatte Bier, aber ich habe kein Problem. Entschuldige mal, weißt du das wieder? Nein! Wir haben viel mehr machen müssen. Wasser, du liest im Weg. Wäre so gut gewesen. Ja, echt. Tut mir leid. Mimi. Ja, sollte es auch. Wir können in Sims ja wieder ein Video dann drehen. Was? Gibt es doch Pornos in Sims oder wie? Naja, ist so. Ich hab meine Sims halt nackt baden gelassen und hab sie mit der Drohne währenddessen gefilmt, also. Die Jungen brauchen das Geld. Also, Master gehört definitiv zu Nudist Beach. Hallo, lass mich in Ruhe. Vielleicht in Sims, aber keine Ahnung, was das. Ja. Lass mich in Ruhe! Themawechsel. Wir können wieder über Essen reden, das war besser. Über Thunfisch, gell? Ja, keine Ahnung. Naja. Ich will nie mehr. Was macht diese Frau? Ich hab die Hand nicht mal an der Maus. Ich auch nicht. Das wird mich jetzt ja schon ärgern, muss ich sagen. Eigentlich habe ich noch einen gut. Ja, eigentlich schon. Schon wieder. Aber ich verkackt eh so oft, da muss ich gar nicht. Ich bin einfach zu stark gewesen. Hey. Hättest fast auch noch pusten müssen. Ja. Bist du wieder viel bin zu ich noch am Gewinnen? Ja, okay, gut. Ja. Dann können wir weiterspielen. Ansonsten stürzt leider mein Spiel ab. Das ist mein Spiel, das kann ich abstellen. Scheiße, stimmt. Mist! Das ist alles ganz doof. Du ist das da Wasser? Einnehmendes Wesen. Du das denkst, ey, das macht alles. Oh, wir gehen baden, ja! Oh oh. Hier, guck da rein. Leckt das eigentlich nur bei mir manchmal so, wenn er da irgendwie von der Wand zum Beispiel abprallt? Was soll das? Ich hab, oder so irgendwie Performance mal. Ja, als ob das macht niemals Performance. Das kann natürlich schon sein, dass es vielleicht meine Schwester am Netflix gucken ist oder so und dann ist halt. Oha, Netflix und chill. Oder andere Videos irgendwie verweisen. Janine, was machst du da schon wieder? Das sieht nicht sinnvoll aus. Ich guck dir auch gewisse Sims-Videos. von Marsa. Oh, das ist aber schon. Das ist schon nicht von mehr FSK 18, das ist schon super. So. Also kommt einfach Danus, du musst übrigens auch noch in Sims dazukommen. Nicht mehr so eine Einblendung von wegen, ja, richtet sich an Erwachsene, sondern einfach an Leute. Oh lol. Die mit dem Leben abgeschlossen haben, also. Ja.
Guck mal, wie gut mein Schlag hier ist, der lenkt sogar. Ja, also richtiger Skill. Boah, Alter, seht ihr diesen Skill, den der da gerade? Boah, heftig. Alter, schon sehr viel Skill auf jeden Fall. Hä? Wer bewegt die Maus eigentlich gerade? Ich nicht! Das war wieder Janine. Wieso immer ich? Das war Feli. Hä, du war... Hä? Ja, stimmt, war Feli. Ja, ich erkenne ganz ehrlich, Mutter. Wenn Dano sein Teamviewer nicht schließt, ist er selber schuld. Ja, das war mir sowas von klar, Janine, dass das passieren würde. Ich war nur so, bin ich jetzt so nett und sage was oder bin ich nicht so nett? So, jetzt kommt hier mein richtig heftiger Skillschuss. Oh Gott. Ich wollte dran liegen. Ich hätte so gelacht. Ja, das ist so. Boah, seht ihr diese Lenkung? Seht ihr diesen Drift? Und er driftet in die Kurse rein. Und noch eine Kurse. Kurse, was? Die grüne Linien. Kennt ihr die Kurse schon? Was ist ein Enter-Dünnschiss? Hi. Stups. Hallöchen. Habt ihr die angestupst? Genauso wie ich es im Teamspeak manchmal gerne mache. Marcel, wie kommt es eigentlich, dass du den Tag mal im Teamspeak so online warst? Wann denn? Achso, einfach mal so. Na, ich hatte Langeweile und ja. Hatte da an dem Tag Prüfung gehabt und wollte einfach mal irgendwie chillen oder so. Und keine Ahnung. Ich gehe auch so manchmal irgendwo hin, um mit Leuten zu reden. Was? Voll krank. Ja. Steht auch mit der lieben Lisa sehr gerne. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hä? LOL! Janine! Was? Die hau mal raus. Alter, was ist denn mit dieser Frau? Weißt du, erst spielt die dann wieder so voll kacke und dann so, ja, ich spring hier jetzt mal drüber, ne? Ich kann auf normale Art halt nicht gewinnen, deswegen muss halt schummeln. Ja, ich merk schon hier. Das geht zu weit. Da bin ich nämlich irgendwie unter die Bahn gebackt und ich konnte einfach so durchschießen und hätte ich oben lang geschossen, dann hätte ich Gefahr gehabt, dass ich getroffen worden wäre von der Murmel. Ja. Also, von der Murmel? Ja. Mach schon mal. Ich weiß es doch auch nicht. Ich wollte irgendwie physikalische Kräfte wandern lassen, um da mit dem einem ausgerechneten mathematischen Winkel gegen zu prallen und dann ins Loch zu kommen. Das ist ganz einfach. Das Spiel muss Steam Remote Play unterstützen. Und das ist dann so eine Art Couch-Korb. Ja, ich weiß. Und also das heißt, es simuliert in dem Sinne eigentlich nur, dass man zusammen auf der Couch sitzt und das gleiche Spiel spielt. Nur halt über Internet. Ja. Das heißt, ich starte das Spiel. Klick auf meine Freunde, mach Rechtsklick einladen zu Steam Remote Play und dann können die da über. Das funktioniert dann über einen Stream. Wie ist wie eine Art Teamviewer dann? Wo sie dann Maustastatur steuern können und sich selber dann im Spiel steuern. Wie viele Spiele unterstützen dieses Remote Play so? Ich glaube, ich habe 10 Spiele oder so, die es unterstützen. Also. Dann muss man einfach nur irgendwie draufklicken auf das Spiel und Remote Play. Genau. Ja. Also ganz easy, Mutschein. Kann man nachgucken, aber halt, jetzt gerade ist es so doof. Ja, jetzt also sonst fliegen wir hier halt raus. Ich hab Worms zum Beispiel noch. Ja. Weil macht halt auch Sinn. Mhm. Civilization zum Beispiel. Das ist auch interessant. Ja. Aber du musst halt im Prinzip halt auch Hotseat spielen. Das heißt, einer nach dem anderen. Nur noch ein Schlag. Ach so, ja, okay, stimmt. Ja. Kannst du nicht gleichzeitig, oder? Wobei kann man. Oh. Ist das in standardmäßigen Sims. Civilization gleichmäßig dann? Ja gut, du steuerst dann, als würdest du von einem PC sitzen, das heißt, einer nach dem anderen muss spielen. Warte mal, wo ist Janine gerade? Ja, immer noch hier. Warte. Das war gerade ich. Warte mal. Ist Janine nicht diese mega geile Abkürzung gegangen? Ja, wir sind im nächsten Level. Ach, wir sind... Entschuldigung. Bin doof. Bin gerade etwas verplant, eventuell. Hat man gar nicht gemerkt. Also ich mache jetzt diesmal nur die Kurzfassung, sonst muss ich es googeln. Man klickt auf ein Spiel, klickt auf Remote Play, wenn es das unterstützt, und das ist dann wie, als würde man vor dem gleichen PC sitzen und spielt dann halt offline miteinander, weil das ist da über online ist, wie TeamViewer. Ja, du bist. Ja, ich weiß, und irgendwann bewegt man meine Maus. Ich nicht, ich wollte gerade irgendein Viech töten. Ich kann es auch nicht. Laber keinen Scheiß, Janine. War Feli. Ich wollte gerade wirklich irgendein Viech töten. Verdammt. Da hätte sie fast noch gerettet, der Mann. Ja, das ist voll gemein von dem Spiel, dass mich schon rausgeworfen hat. Echt so, geht ja mal gar nicht. Das hat nicht mehr... Hat gedacht, ach, das klappt eh nicht. Nein. Was machst du denn da immer? Satz mit X? Ja, definitiv. Oh Gott. Du musst halt über das Fingster kommen. Oh Gott. Fingsterbumster.
Kannst du da denn eigentlich auch runterfallen, wenn du nicht in einem Schlag durchkommst? Ja, ja. Masa, das hätte ich dir sagen können. Das war zu spät. Zu spät? Are you sure about that? Früh war das. Ja, zu früh, hätte ich auch gesagt. Zu spät, weil... Er ist dagegen geprallt. Ja, eben. Janine wieder voll im Weg. Ja, das macht sie gerne. Typisch. Ist immer gerne im Weg. Oh, oh. Oh. Nein, nein. Immer diese knapp bei dir. Muss man eigentlich jetzt verstanden, oder nicht? Und wieder daneben. Nein! Es hat auch, aber auch halt die Frage, ob Moonshine überhaupt ein Spiel hat, wo das geht. Ja. Ich weiß, also es gibt, unterstützen halt einige Spiele. Deswegen. Ich finde das eigentlich eine coole Funktion. Hä? Du warst wieder zu früh, deswegen bist du runtergewachsen. Als ob ich schon wieder zu früh war. Na, das war noch nicht ganz unten. Wäre das denn so schon ein Stück so nach oben und dann, als würde Masa gegen die Kante knallen? Aber ich muss doch dann auf der anderen Seite. Hä? Das heißt, er ist zu früh dran. Weil jetzt wäre er noch zu früh, so prallt er dagegen, Janine. Ja, aber es sah ja immer aus, als wäre es so. Nee, sah es nie aus. Doch, für mich schon. Nee. Oh. Nee. Oh. Ja, genau, und sie kommen natürlich. Oh, ja, Mann, klar, Mann. Klar. Ich hätte ja gelacht, wärst du jetzt da wieder runtergeflogen. Ich mach's ganz anders. Wir kicken uns auch manchmal runter, wenn's. Hä? Ist langweilig. Nein, das wollte ich nicht. Ich mach's ganz anders. Achso, warte mal, das war ja Danus, der da gerade so spielhaft rübergekommen ist. Ja, natürlich. Das bin ja auch ich. Oder hat's geleckt, da konnte ich gerade nicht. Alles doof. Was ist denn das? Wie schon wieder zu früh? Das war doch schon längst. Nein, das war doch nicht unten. Oh, ich hasse das Spiel. Ich dachte, das war. Hinter die will mich wieder runterkicken. Die schummelt da schon wieder. Ja, Spiel ist doof, ich deinstalliere. E-Abo. Billy sagt nie was, das ist voll komisch. Der will uns eigentlich nur stalken. Ja, Billy ist Stalker von Hobby. Hobby-Stalker. Wow. Wahrscheinlich ist schon längst AFK. Ja. Ich dachte, Masa wäre jetzt so rüberspringen. Ja. Also klappen könnt. Ja, aber ich glaube, so schnell kann man nicht klicken. Ja, also doch, manchmal geht das schon. War schon wieder zu früh. Ich check das nicht. Das ist so hoch. Warum das nicht schon längst so gemacht hast, wie Janine gerade, dann wärst du schon längst drüben. Was schon viel? Ihr macht das gegenseitig, Janine wartet zu lang, du warst zu kurz. Ach, hi, Masa. Oh, das war ganz knapp. Das war jetzt echt sehr merkwürdig. Das ist schön anzugucken. Mhm. Jetzt bist du ja schon wieder weiter vorne als ich, das ist fies. Ja gut, zu installieren muss man halt das Spiel erstmal irgendwie haben, ja auch allein schon in der Bibliothek oder so. Nein! Das war zu früh. Hupf, hupf, hupf und pusten. Hupfen und pusten. Willst du ein bisschen schräg nach links spielen, Masa, dann kannst du eigentlich kaum verkacken. Ja, wenn ich jetzt loslasse, dann schon. Ja. Aber wenn er so gerade ist, einfach loslassen, dann kannst du dich verkacken. Ja, das heißt, du spielst wieder. Ja. Ich hasse das Spiel. Ist auch ein bisschen schwach. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, was ich mache. Glaube ich. Nein, bin ich. Lass mich in Ruhe. Das wird schon noch. Ich habe jetzt diese Runde bestimmt nicht verkackt, deswegen. Wahrscheinlich hat Danus jetzt aufgehört. Und sie schafft. Ja, das habe ich halt auch befürchtet, dass mir dann passieren würde. Ja, deswegen. Nicht zu stark, nicht zu schwach, das ist voll... Ich hatte voll Glück gehabt. Ah, das ist mega viel Glück. Ja. Skille war da nicht dabei. Nee, das war kein Glück, das war Können. Ja. Purer Skill war das. Genau wie das. Ja, endlich mal. Skill. Endlich. Ich komme zwar trotzdem 10.000 Kilometer weiter wieder nach hinten. Irgendjemand bewegt die Maus schon wieder. Janine bestimmt. Ja. Vielleicht hätte ich noch springen wollen. Ja. Wer weiß. Ja, hast du ja noch springen kann man da wahrscheinlich viel besser rüber. Wenn wir schon beim Thema Springen sind. Janine, du machst es dir aber auch echt schwer, ne?
Also ich glaube, wir haben 12 Schläge eingestellt oder so. So nebenbei. Oh. Boah. Oh Mann. Das hat schon echt belastend. Ja. Ich dachte schon, da ist es los und es war zu spät. Nee, das hat gehangen. Merkst du? Go, Janine! Das Lex-Symbol. Was? Das Lex-Symbol sehe ich die ganze Zeit bei dir im Stream. Das unten rechts? Ja. Das ist ein Lex-Symbol? Ja. Was soll das sonst sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich hab das ja nicht, aber ich sehe das bei dir und wenn es rot wird, ist das wahrscheinlich ganz schlimm. Bei mir ist es wieder da. Moment, gell? Ja, ist. Ja. Okay, weird. Ja, dann guckt bestimmt irgendwer noch Internet hier. Ja, Netflix und Chill, wie gesagt. Was war deine Schwester im Internet? Achso, Danus, ne? Wie, hast du schon eigentlich gesehen gehabt, was ich dir geschickt hatte, ne? Erfreust du dich auch der Mehrwertsteuersenkung, dass du jetzt für Netflix dann, ne? Dir mindestens irgendwie ca. 20 bis 40 Cent wahrscheinlich sparst? Ist, ja, wie fühlt sich das an, wenn man auf einmal dann reich ist? Finde ich voll geil, vor allem, weil meine ganzen Parasiten nicht mal einen Euro oder so geben dafür, weißt du? Mhm. Oh. Ja, das ist schon belastend. Das ist jetzt wirklich sehr belastend. Ich habe aber keine Idee. Die Idee hatte ich nicht. Oh. Die ist gar nicht mal so verkehrt. Tja, ich kann's halt. Ich war mit Janine da auf dem Weg, das wird doch niemals was. Hä? Ich kann's halt mal, so, Bitch. Ja, aber du bist schon beim zweiten Versuch. Ja, Lappen. Dafür hab ich dich überrascht. Ja, ist gut. Janine dreht die extra Runde, hab ich gehört. Ja. Deswegen habe ich halt die Timung abgezählt, aber. Ja. Du hast wirklich gezählt? Du bist wirklich da strategisch vorgegangen, oder was? Ja, ich hab geguckt, wie das Ding ist 2 Sekunden oben, 2 Sekunden unten. Da hab ich gewartet, bis es runtergeht, 1 Sekunde abgezählt und losgelassen. Und zu mir sage ich Cheat. Ja, das darf auch mal. Also achtest du nicht auf deinen Chat? Doch. Hä? Das mit dem nicht in den installiert haben? Oh, das war natürlich belastend. Aber ich lese nicht automatisch alles vor. Also, davon musst du bei mir nicht ausgehen. Ich sehe Dinge, aber ich lese auch nicht automatisch alles vor. Aber da habe ich sogar was zu gesagt gehabt. Ja, eigentlich schon, meine ich, ja. Achtest du nicht auf das, was ich sage? Wahrscheinlich. Nee, ich versuche eigentlich nichts zu ignorieren, denn falls, dann tut's mir leid. Ja, natürlich. Was meinst du gerade? Also mein Tipp, ich versuch's doch nicht zu ignorieren. Bin ja dran. Ja. Ich glaube, ich nicht so ganz. Also euch ignoriere ich natürlich, weil ihr seid ja hier. Aber Danus eigentlich ignorieren. Ich hasse alles. Ja, das hat doch voll gut funktioniert. Ich hab vorhin auch dran gedacht, aber irgendwie hatte ich auch keine Lust. Wieso wolltest du ihn ignorieren? Was hat er gemacht? Hat er den letzten Pudding geklaut oder was ist los? So was in der Art. Alter! Genau, da, wenn du jetzt so da reingegangen wärst, dann hättest du ja mal hier. Danus hatte doch diesen Bunny, Brownie. Diesen Brownie in seiner WhatsApp-Story. Mhm. Ja, und dann meinte ich, den würde ich auch nehmen. Mhm. Well, you tried, Janine. You tried. Momentan schlachtet mein Hirn zwischendurch. Schlachtet. Momentan schlachtet mein Hirn, was? Schaltet mein Hirn zwischendurch ab, weil ich dezent im Stress bin. Okay. So, okay, ich loch jetzt hier ein. So. Ja, nochmal ein. Meine Musik ist, glaube ich, ausgegangen. Ausgegangen? Soeben. Ich muss mal nach der Runde dann kurz raus haben. Die nächste Playlist einmal. Was er geschrieben hat. Okay, das ist jetzt gemein, aber ich sag's trotzdem. Mach erstmal Sport. Bitte nicht hauen. Okay. Warte, in welchem Zusammenhang hat er das gesagt? Weil sie auch den Brownie haben wollte, dass sie auf die Story geantwortet. Der Marcel schlachtet seine eigenen Gedanken. Marcel schlachtet Gehirn ab. Nee, mein Gehirn schlachtet mich ab oder so. Nee, was? Hätte drin sein können, Janine.
Ja. Janine, streng dich mehr an. So, jetzt pusten. Pusten. Yay. Applaus. Yay. Bin ich noch am Gewinn? Ja, dann bin ich... Boah, ich bin so... Ich freue mich so für euch, dass ihr auch ins Loch gekommen seid. Oh, lol. Was? Was? Nein. Nein. Einfach nur nein. Huch. Ja. Oh, interessant. That was too much. Das war irgendwie weird. Ich glaube, der wollte ich nicht essen. Hat gesehen, oh, das ist Danus, nee, den will ich nicht essen. Der hat einen Brownie gegessen, der ist, nee, der ist jetzt zu fett. Nase geflogen. Ja, einen Brownie in der Nase will ich auch nicht haben. Hört sich komisch an, ne? Oh, ja. Okay. Nom. Wird er gleich ausgekackt. Oh ja, er ist unverdaut geblieben. Ich hab mich die Rippen gefressen. So. Muss mal kurz jetzt dann, jetzt tabbe ich mal ganz kurz raus. Also genau da. Was machen wir denn mal an? Musik. Ja. Ich will mal. You don't say. So, warte mal. Ja. Darf ich für dich schlagen? Nein. Ich darf für dich schlagen, das fängt schon fast an. Ja, also, ich hätte eher Antwort mit wen? Ja. Das muss ich jetzt auch abzählen wie Danus. So. Ja, ich zähle jetzt ab, wie lange dieser Mund offen bleibt. Das ist nicht so wichtig. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der manchmal länger offen bleibt und manchmal nicht so lange. Guck mal. Aber jetzt geht er wieder, oder? Ja, ja. Jawohl. Aber eigentlich lang genug, dass man gut reinschießen kann. Ja. So, jetzt wurde ich auch ausgekackt. Ich bin losgelassen fast noch. Nein, du hast durch meinen Ripptunnel geflogen. Wieso bin ich so weit hinten? Ich möchte auch einen guten Platz wie Janine haben. Weil ich nicht geschlagen habe. Asa! Was? Asa, Chat. Ja, ich weiß, aber ich wollte dich nur unterbrechen. Das ist immer schwierig, eine Balance zwischen Chat vorlesen und euch nicht unterbrechen vorher zu finden. Ich hab gar nichts gesagt. Was? Ihr habt euch alle durch meinen Rippchen geflogen. Du hast aber am angefangen mit Masa. Da war ich schon so, okay, dann nicht. Wollte ich darauf hinweisen. Ja, aber ja, ich seh's doch. Da komm jetzt, dann sag was dazu. Ja! Masa, mach mal so eine Frage. Wann hast du eigentlich Geburtstag? Bitte komm, sag nicht, sag du hast auch im Juli Geburtstag. Sie hat gesagt, ich darf's nicht sagen. Was? Achso. Oh. Ja, gut. Nein! Müsste man nicht sogar vielleicht da hinten rein? Ja. Da wollte ich auch rein, nur ich habe vergessen, dass da in der Mitte noch eine Insel ist. Und obwohl ich mir kurz vorher angeguckt habe. Ja. Blöd. Hey, du hast doch eigentlich noch relativ Platz. Oh Gott. Das war keine gute Idee. Scheiße, wieso bin ich so blöd? Auf jeden Fall. Relativ, habe ich gesagt. Ah. Ich glaube, du hast mit Abstand den besten Platz, Janine. Ich glaube auch. Huch. Oh, Danus geht auch baden. Wage es ja nicht. Nein! Gott sei Dank. Ich bin doch nicht weitergerollt. Ich hätte auch reinhüpfen können. Ich weiß gar nicht, ob ich. An meinem Geburtstag ist alles so voll geplant. Das ist alles voll scheiße an meinem Geburtstag. Das ist halt wirklich echt scheiße. Mein Geburtstag dieses Jahr wird eine Katastrophe, glaube ich. Eine Katastrophe? Weiß noch nicht. Erstens am Donnerstag. Ich habe am 23. Juli. Ist ein Donnerstag. Das heißt, du kannst dann auch nicht sagen, man macht abends noch irgendwie was Chilliges. Dann muss ich theoretisch an dem Tag auch irgendwie arbeiten. Ich habe irgendwie noch Praktikum oder irgendwie so Zeug, keine Ahnung. Vielleicht kann ich ja irgendwie was klären oder so, dass da vielleicht irgendwie. Aber puh. Hab eigentlich nur ich immer das Problem mit Juni und Juli. Was ist damit? Das haben viele. Ich hab voll das Problem mit Juni und Juli. Zu unterscheiden oder was? Ich verwechsel das gerne mal. Okay. Hä? Nein. Will Janine sich auch noch dazu kuscheln? Ja, komm, mach das so. Aber ja, an sich ist der Tag halt voll irgendwie ausgeplant, weil ich hab dann theoretisch muss ich irgendwie den ganzen Tag lang irgendwie im Praktikum dann sitzen oder so. Und dann muss ich abends zur Abschlussfeier von meiner Schule, von der Ausbildung quasi, die ich ja gemacht habe. Da ist eine Abschlussfeier dann, da muss ich dann hin. Oder müssen nicht, aber an sich will ich schon irgendwie hin. Und dann soll ich noch irgendwie meinen Geburtstag feiern. Also, pff. Feier deinen Geburtstag einfach am Wochenende. Ich bin kein Mensch, der seinen Geburtstag an anderen Tagen feiert. Ich feiere sowieso mit niemandem. Wahrscheinlich, also, keine Ahnung. Ich glaube, mein Geburtstag ist einfach dieses Jahr im Arsch. Ich glaube, das wird nichts. Ich konnte
man noch gut feiern. Vielleicht kann ich noch abends einen kleinen Geburtstagsstream machen, wenigstens. Hoffe ich mal. War heute auch ein Geburtstag von einer, die 100 geworden ist. Belastend. Oh, 100? Ja. Wie bist du dann mit der irgendwie auf eine. Was für eine Art und Weise bist du mit der dann verwandt? Dass du dahin. Hä? Warum bist du dann auf ihrem Geburtstag gewesen? Weil es eine Bekannte von uns ist. Also kennst du sie doch irgendwie? Ja. Ich habe auch nie gesagt, dass ich nicht. Ja, okay, ich habe nach Verwandt gefragt. Okay. Ja, okay, aber. Das ist ziemlich spezifisch. Ja, Entschuldigung. Wo bin ich? Achso. Und rein. Oh, du schwach. Ja. Rechts, links. War so geplant. 100 ist voll das krasse Alter, irgendwie. Alter, 100 ist. Puh. Ich hoffe, meine Oma und mein Opa werden 100, ohne Witz. Ja, aber halt auch gesund 100, aber, ne? Aber ich glaube, bei meiner Oma bezweifle ich, die ist. Ich auch. 61? Die ist 61 und du zweifelst 20. jetzt schon daran? Die hatte. Der Genie ist halt Krebs. Immer sehr zuversichtlich. Nee, die hatte Krebs und der geht sowieso nicht mehr ja, so gut. Die Arme. Boah, das ist aber, Aber bei meinem Opa hat gute Chance. Oh, wieso leckt denn das so stark gerade? Weiß nicht, das ist, ich glaube, irgendwer benutzt hier ganz schön stark Internet. Das ist gerade wirklich schlimm. Raus. Oh, hä, ich bin nach links geleckt gerade. Hä, überhaupt nicht, bei mir hast du da lang gespielt. Ich habe eigentlich weiter anders gezählt, aber naja. Ja, also mein Opa, der wurde ja auch jetzt. Der kann jetzt inzwischen wieder ein bisschen besser sehen, da der, hat er irgendwie so. Wie nennt man das? Irgendein Star. Grüner Star? Was, ein grüner Star? Irgendwie sowas hatte der, aber das ist jetzt wohl weg. Nein, nicht grauer Star. Grauer Star ist doch das Gefährliche, oder nicht? Nein, das ist einfach, wenn die Augen getrübt werden. Es gibt doch irgendeinen Star, der super gefährlich ist. Oder, ja, oder richtig. Der Star. Einfach nur Star. Das ist ein Vogel. Ich dachte, das war grau. Das ist voll gefährlich. Oh, da, das hier. Ach, Mann. Ich verkackt, weil Katzen. Alter, leckt das. Scheiße, wieso leckt das? Das ist gerade wirklich schlimm. Kannst du mal mit deiner Schwester reden, dass sie hier gefühlt. Guck mal kurz hier im. Dass die mal hier weniger Netflix und Chill machen soll, nicht so viel gesehen wird im Stream, aber. Jetzt sind es 11 Geburtstage im Jubiläum. Erstes Jubiläum im Juli, was? Was? Jetzt sind es 11 Geburtstage. Was? Ich kenne schon 10 Leute. Achso. Ah, 10 Leute, die im Juli. Ich kenne auch sehr viele, die im Juli haben, glaube ich. Eigentlich geht gar nicht so viel ab im Internet. Ich bin, wenn dann neu. Ich kenne viele, die im August Geburtstag haben. Ganz, ganz merkwürdig. Oder heute ist im Internet generell. Mein Bruder hat im August Geburtstag. Wahrscheinlich auch. Davor ging es ja gerade. Es ist jetzt so ein bisschen irgendwie. Ja. Bisschen schade. Aber naja. Ja. Vielleicht kriegt es sich ja wieder ein. Ja, hoffentlich. Sorry, Leute. Aber ich sehe es genauso schlimm wie ihr. Also ich leide mit euch. Im Stream. Ja, ich auch. Haha. Das war der Lag. Ja, natürlich. Möchtest du noch 10 Jahre hüpfen? Ja. Vor allem, weißt du, Danus wird immer gleich resettet. Janine hüpft 10 Jahre noch an der Stelle rum. Das ist ganz einfach. Boah, Alter, ich komme mir langsam wirklich vor wie so ein Pixel-Game. Ja. Oh, ja, das tut mir leid, aber irgendwie halt auch nicht. Also hier sehen Sie auch die Nachteile von diesem Remote Play, liebe Moonshine, ne? Also und Chat und so, ne? Also ist ja Bescheid. Fuck you. Ja, ich mach einfach mal. Oh, ist gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Ist okay. Ja, ja genau, das Remote Play, das startet halt einen Stream zu jedem Teilnehmer. Das heißt, es frisst ganz schön Internet. Hi Marsha. Hi. Ich habe halt eine 100.000er. Aber davon sind ja auch, ich glaube 30.000 sind maximal Upload. Wir nutzen ja 20 hierdurch mit zwei Full HD Streams. Deine Schwester schuld, oder? Nee, es wird nicht gedownloadet gerade bei uns. Außer, dass ich Marsha's Stream nicht mehr minimal gucke, aber das sollte nichts ausmachen. Marsha, du bist, ne? Jetzt nicht mehr. Ja, ich guck grad kurz was nach.
Ich kann es schon noch. Ja, ich weiß. Was gucken wir nachher eigentlich? Neuen Film vielleicht? Ja. Also? Also. Sorry, bin wieder da. Entschuldigung. Wärst du noch länger weg gewesen, hätte ich. Nein, wie hat er sich wieder leiser gemacht? Ich hasse alles. Ah, fuck, ich wollte meinem Chef eh nur schreiben. Okay, so, sorry. Ich wollte noch meine Sportkurse wählen. Ach, fuck, wir kommen ihn da jetzt rüber. Ach, let's go. Oh, fuck. Ja, das hab ich mir irgendwie besser vorgestellt. Janine macht weiter. Das sehe ich schon. Ach, Danus ist schon. Hä? Ja. Wann ist denn da hingekommen? Hast du gerade einen Teleport-Hack gemacht in der Pause Schlag. Kurz? Oh, sorry. Ich bin gegen meine Maus gekommen. Den Schlag, den du jetzt halt gerade verkackt hast, den habe ich vorhin gemacht. Sonst wären wir gleich weit. Ist auch nur der zweite Schlag hier. Fünfter Jahrestag von Five Nights at Freddy's 4. Am 23. Juli. Krass. Hey. Please stand by. Nee, ist alles gut. Ja, genau, ich wollte meinem Chef kurz noch was schreiben. Ja, was mache ich jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ja, rüberhauen halt. Wenn du mir sagst, wie? So, oh, ungefähr. Das hat ganz gut geklappt. Ja, es ist eigentlich nicht so hart, rüberzukommen. Ja, aber ich lag ja genau da, wo Mitte war. Holy shit, fuck, was, wieso? Martha, du bist, ne? Oh, Alter, das ist echt schwer. Okay, es hatte vorhin definitiv trotzdem gelaggt. Ich wollte nämlich weiter nach links, aber da durch die Verzögerung hatte er das vorhin nicht gemacht gehabt. Doch, ich wollte gar nicht auf Stunden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich noch irgendwelchen Leuten noch trotzdem antworten wollte. Irgendwie. Ich glaube, wir müssen danach irgendwie was anderes machen, das laggt echt. Ja, das ist. Keine Ahnung. Heute komisch. Wir können ja Scribble auch spielen. Ich hab schon wieder eine Idee. Ist doch gut, wenn du eine Idee hast, hä? Scribble.io. Da könnte der Chat auch mitmachen. Ja. Die dürfen halt nicht gucken. Ich kann das Mädchen, das sich umzieht, nicht gucken. Ja, während Masa da voll hinstarrt. Hä? Das ist genauso wie in Resident Evil Resistance hier. Von wegen. Weißt du, Masa schießt den Survivor mit irgendwie dann irgendwelchen besonderen Waffen ab quasi, macht Damage und dann so, oh, dann kommst du die Aussage von Nikolai so, oh, guck mal, wenn ich schieße, muss ich gar nicht hinsehen, ich hab die Augen zu, Masa, Augen offen, schießt den halt so ab, den Survivor. Irgendwie sowas sagt er, das finde ich irgendwie witzig. Weiß nicht warum. AI Dungeon ist auch nice. Das sagen wir alle nichts, die Spieler, die du. Ja, AI Dungeon sagt mir aber auch gar nichts. Du musst halt auch überlegen, ob das überhaupt Spiele für mich sind. Na, hab meine Kurse geändert. Wie unser alle verzögert, alles verzögert. Alle sind geistig verwirrt hier. Ja, irgendwo bin ich hingekommen. Ja, klar, klar. Keine Ahnung. Klar. Ja, das hätte ich auch geschafft, glaube ich. It's game on. Ich liebe das Lied. Ich überlege momentan auch wieder, was ich für ein. Was ist mit dieser Frau? Weißt du, jetzt will ich sowas dann machen und ich verkacke wahrscheinlich gleich voll. Masa, so, welches Sternzeichen hast du? Was? Sternzeichen? Ja. Löwe. Löwe? Bra. Ich glaube, du bist auch Löwe. Fuck it. Du hast ein durchschnittliches IQ von 85. Kann sein. Boah, ist doch voll wenig. Du hast 1 von 90. Ach, das ist wenig? Das ist auch wenig. Ich hab auch 1 von 90. Hä? Mein IQ wurde mal getestet. Was soll denn das? Hä, aber. Das ist so ein Sternzeichen-Bullshit, das ist schon. Aber, ja eben, ich wollte gerade sagen, was soll denn das mit Geburtsmonat zu tun ich haben? Halt, diese Scheiß-Online-Dinger, das ist halt. Aber manchmal stehen da ganz lustige Sachen. Ja, funktioniert. Ich bin weitergekommen.
Janus Lag switcht wieder. Ist genauso schlimm geworden wie die Hälfte der Resistance-Spieler. Ich bin der Einzige, der hier nicht lag. Geschafft eigentlich. Genau wie du. Nachmacher. Ach, darüber muss ich. Matt? Nee. Nein. Wo muss ich hin? Nach links. Ey, ich hab grad eben da links hinter dir. Unter dir. Hallo. Das ist doch nicht so. Ja, da. Das ist doch nicht so schwer. Mach mir das doch jemand. Ja, aber. Das ist praktisch so, dass man eine Art Geschichte in Richtung Rollenspiel entwickelt. Nur, dass man das halt mit einer AI macht. Okay. Random Fun Fact: Ich wurde bei einem Intelligenztest als hochbegabt eingestuft. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich so unterste Schiene. Wobei, ja, so schlecht. Ja, so schlecht. Ich habe noch nie einen gemacht. Ich auch nicht. Nur, dass man gut Test bei damals hat wieder gelag switched. Ich glaube 110 oder 120. Das ist, glaube ich, überdurchschnittlich. Ich habe 110, auch was rum. Ja, als ob ihr sowas gemacht habt. Das wurde bei mir nur gemacht, weil ich eine Leserechtschreibschwäche habe. Ah, okay. Das ist jetzt aber auch schon, das war entweder in der Grundschule oder in der 5. Klasse. Mhm. Ich mache jetzt, ich habe mir jetzt einen Termin geben lassen in der Juli für einen Allergietest nochmal. Ich muss auch nochmal einen machen, aber ich will nicht, weil, naja, drunter leiden muss eigentlich meine Mutter. Wie meinst du? Beim letzten Allergietest habe ich ihr beinahe die Finger gebrochen. Hä, warum? Weil ich scheiße allergisch auf alles bin. Ja, aber wieso bringst du ihr dann die Finger? Weil es gejuckt hat und du darfst ja nicht kratzen. Wage es nicht, oh Gott. Boah. Alter. Und meine Mutter war halt mit, also musste sie mit drunter leiden. Aber dass das so kratzt. Also ich konnte es mir beim letzten Mal, wo ich das, also da war ich noch relativ jung, deswegen weiß ich auch nicht mehr, was ich da alles für Ergebnisse habe. Das ist das Problem, deswegen muss ich nochmal einen machen. Ich hatte schon mal einen gemacht, das Kind, aber die haben die Ergebnisse nicht mehr und wir haben die auch irgendwie nie bekommen oder irgendwie sowas. Was halt voll kacke ist. Aber ich hatte da nicht so, ich musste mich tatsächlich nicht kratzen, also die ganzen Allergien, die ich habe, haben mich nicht so stark, dass ich mich zu Tode kratzen hätte müssen. Also auch die Katzenallergie tangens war da getestet. Weil egal auf was ich getestet wurde, ich bin allergisch. Oh Gott. Das sind ja immer so 16 oder 8 Testpunkte da. Mhm. Ja. War nicht so geil. Ja. Aber wir wussten, dass ich darauf allergisch reagiere, aber ich will jetzt sowieso, also mehr oder weniger freiwillig, muss ich sowieso nochmal einen machen, weil erstens meine Allergietabletten nicht mehr so... Nicht mehr so wirken. Mach jetzt einfach mal auf gut Glück. Ups. Na, oh, oh, na, oh, schade. Ich sammle mittlerweile übrigens Kakteen. Oh, cool. Kaktus ist kaputt gegangen. Wie schafft man es, dass ein Kaktus stirbt? Es ist schon ich hab wunderlich gar nichts mehr. Stimmt auch wieder. Hä? Wieso bin und ich? Jedenfalls will ich wissen, wie doll ich noch auf manche Sachen reagiere, weil Katze. Wieso bin ich wieder hier? Ich bin doch da drüben. Hä? Nein, ich bin da drüben. Ich wollte gerade sagen. Hä, aber ich bin doch auch darüber gekommen. Du hast noch nicht mal geschlagen. Ja. Ich war noch gar nicht dran. Ja. Jedenfalls reagiere auch richtig doll auf Katze. Und ist eine Null. Bruder, ich bin so verwirrt gerade. Hä, aber ich habe doch gefühlt schon geschlagen gehabt. Hab ich für dich geschlagen, Danus? Nein, ich habe das selber gemacht. Last round! Alter, ich bin so verwirrt. Nein! Oh mein Gott. Oh. Vielleicht bist du im Kopf noch bei der letzten Runde. Ja, wenn nicht das erste Mal. Wir haben gerade eben fertig gemacht. Das ist irgendwie. Das kann nicht gesund sein. Mein Gehirn ist zu lahmarschig. Das macht hier gerade. Das macht hier gerade. Wie heißt das Ding? Das alte Teil, was früher benutzt wurde? Was inzwischen Router ist? Modem. So Modem-Sounds macht mein Gehirn und da ist so ein Ladebalken gerade oben. Ja. Die Einwelt-Sounds. Oh. Nein, das würde mich ja ärgern. Hm. Sehr belastend. Hast du es, Emma? Nein. Von, ich habe erst gelesen, Moonshine. Ich sammle mittlerweile Katzen. Und ich war nur so. Okay, interessant. Ich hab erstmal Kacke gelesen, dachte an Maser in Green Hell.
Oh, wir müssen immer wieder Green Hell sammeln, dann kann ich wieder Kacke sammeln. Green Hell spielen, dann kann ich wieder. Wir müssen Green Hell sammeln, damit du wieder Kacke spielen kannst. Dann kann Mauser wieder Menschen essen, wenn das Spiel war. Stimmt. Menschensuppe. Toll. Ja. Ach, fuck. Man kann nicht so schnell. Ich hasse alles. Ja, klar, warum nicht? Ja. Aber mit der Kacke konnte man düngen im Green Hell, das war toll. Ja, das ist. Das ist meiner Wenn man irgendwelches Rascheln in den Beeten hört, ist Master. Ach ja. Kannibalismus. Ja, aber nicht so gut für meine geistige Gesundheit. Ach. Das ist total. Vom Danus macht halt zwei von diesen Suppen, in der Hoffnung, dass ich bei der ersten checke. Und die checks halt nicht. Und der isst halt einfach weiter. Janine, wieso machst du immer das gleiche? Hab ich nicht. Ich glaube, sie denkt auch, das ist noch die erste Runde. Ja. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich da jetzt rüberkommen soll, wenn ich ehrlich bin. Was soll ich denn sagen? Ich komme nicht mal dahin, wo du liegst. Boah. Oh, bevor es etwas AFK, dass ich gleich wahrscheinlich etwas zeichne. Okay. Was heißt, was sollst du sagen? Du schießt vom Anfang, wo wir beide mit Anhieb einmal drüber gekommen sind. So schwer ist das nicht. Halb stehen. Sitz. Platz. Sitz. Nice, woo. Egal wie viele Lasagnen du stapelst, am Ende hast du immer nur eine. Ja. Boah, das ist voll deep. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Boah, das. Mhm. Boah, krass. Und wieder zu viel. Oh. Ja, ich verstehe es auch nicht. Was sind das für Geräusche? Da wundert sich. Feuer. Ach, da ist mit der Brandstiftung in Sims gemacht worden, wahrscheinlich. Boah, wenn der es gewesen gerade wäre, dann hätte ich gesagt, sie hat wieder Skill hier. Ja, aber hat er halt. 8 Schläge. Masa, ich komme näher. Wo leben eigentlich Hamster, die keine Hausnummer? Ach so, ja, okay, das ist ready. So, Danus, bist du jetzt links oder rechts? Immer rechts. Was? Mitte! Ja, let's go. Nein. Dann es könnte auch C drücken, um sich mit der Kamera umzusehen, aber. Ich hab den hier gemacht. No risk of fun, oder? Ja, ey. Raketenstart. Lol. Und? Ah. Oh. Egal, war nicht so schlecht. Ist das eine Katzenmap gerade? Es ist. Das sind Pyramiden. Hüfte. Natürlich sind's hier. Das sind viele Katzen in Ägypten und so. Sind das da Nacktkatzen? Das ist ja die perfekte Map für dich. Warum sollte das Nacktkatzen? Weil Sphinxkatze und Nacktkatze und. Ja? Guten Tag! Wie besser ist? Wie groß habt ihr jetzt? Oh, wird schon passen. Wie groß kann ein Krümel sein, bevor er das ist anders auf der Seite. Hilfe! Warte mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin an einem sehr beschissenen Spot. Ja, das würde mich ja ärgern. Ich dachte mir so, ich bin anders, ich gehe die andere Richtung. Ich glaube, es war eine Kackidee. Ja. Ah ja, übrigens, Master, apropos anders, ich bin besonders. Du? Das hätte ich dir auch so sagen können. Ja, ich bin was Besonderes, hat mir Janine gesagt. Oh. Hab ich das? Ja, da wo du so Lachkraft bekommen hast. Ach so, ja! Okay. Das war halt aber weit davor. Ey, die ist fast umgekommen vor Lachen, das war voll schlimm. Umgekommen vor Lachen? Ja. Cool. Springst du schon wieder, Janine? Nein, ich mach meine Musik weiterspielen lassen. Tappst du dann wieder raus? Hab ich schon. Also kann ich jetzt? Ja. Ja, aber sag halt, dass du wieder rein verpasst. Ja. Ja, was, das musst du oben raufkommen. Was zum Teufel? Das ist halt doof. Hä? Aber das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch alles gar keinen Sinn hier, oder? Das
ganze Leben macht keinen Sinn. Das ist schon ein bisschen scheiße jetzt. Hä? Ja, damit habe ich wohl gewonnen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube halt wirklich. Lol. Ich tapp wieder rein. Ich habe ja keine Ahnung, was passiert. Hä? Das ist jetzt wirklich kacke. Das ist schon irgendwie ganz schön doof. Du kannst da auch nirgendwo hin, gewesen, oder? Das wäre fairer Fight gewesen, wäre aber so. Dann hab ich ihn geschlagen, ja. Oder? Wo du runtergefallen bist da hinten. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann das Ziel gar nicht von da aus erreichen. Das laggt bei mir, also ich verstehe dich. Oh, ich bleib da drauf liegen. Also irgendwie muss es ja schon gehen. Komisch. Ja, schon. Da geht die Treppe runter. Boah, man kennt's. Schafft's fast nicht. Oh, das ist ärgerlich. Das ist jetzt Pfennigfuchserei hier. Die springt auf der Stelle, ich komm nicht weiter. Das beschreibt mein Leben manchmal ganz gut. Das ist voll das Viehspiel. Glaubst du, die kommt mal runter? Nein, die springt auf der Stelle. Die bewegt sich ja nicht. Hm. 10 Stunden später. Ja, aber echt mal. Janine, hast du es da mal bald? Wahrscheinlich schafft sie es wirklich noch irgendwie runter durch irgendeinen Bug. Brian. Sie versucht es halt wirklich hart, ne? Ja, aber sie merkt doch nicht, dass eine Zeit abläuft. Das tut er. Oh lol. Stimmt. Wir haben nur gewisse Zeit beschlagen. Achso, für alle. Willst du das jetzt noch 1 Minute 40 Sekunden machen? Ja, dann hast du verloren, das ist CNF. Echt? Ja. Oh. Das sind 12 Schläge offiziell. So. Ich würde sagen, du musst doch versuchen, oben raufzukommen und von da aus dann dahinter. Ja, allerdings hoch. Ich jetzt gesagt. Ja, schon ziemlich stark. Hm. Aber schnell. Oh. Keine Ahnung. Och, Menno. Ich lieg da einfach noch drauf auf der Treppe. Ja. Stimmt, du. Ja, okay, dann zählt das nur noch zur Bahn, ne? Ja, klar, das zählt ja noch zu. Dachte, wenn man halt auf gewissen Dingen ist, vielleicht, ne? Ja, gewisse Dinge zählen noch mit dazu. So fair ist das Spiel. Mm. Aber mach halt trotzdem manchmal voll die komischen Sachen. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben soeben nichts geschafft. Genauso wie ich hier drüben. Das ist voll schade, ey. Ich kann hier nichts machen. Das ist schon doof. Also das hier, hätte ich das gewusst, dann wäre ich da nicht rüber. Ich dachte halt, das ist dasselbe. Ich wäre fast nach da links gegangen. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen mit der Kamera. Ja, das wäre zu einfach gewesen. Ja, stimmt auch wieder. Oh. Kann das wieder. Aber Maser ist halt anders denkend. Hm. Maser ist halt Maser. Du kannst jetzt auch da links rüber hoch, das geht auch. Wenn du die Bande da hochspringst. Auch möglich. Ja, wir gucken mal, was geht. Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Oder so. Was geht ab? Die Janine schlägt. Alter, die Alter, geht's schwach. Hoch, das hab ich nicht gesehen. Das ist mir tatsächlich aufgefallen dieses Mal. Ich bin auch ein Kandidat, dem das immer nicht auffällt, aber. Nein, Masa! Ja, ich merk schon. Oh Mann. Ich hab eh schon damit abgeschlossen. Mit deinem Leben? Nee, mit dem Leben meiner Murmel. Mein Golfball. Janina war auch. Ja, wir wollten auch noch Murmel, ne? Wie Murmel. Ja, so. Du musst ja direkt von unten ziemlich steil hoch. Das war nicht so, wie du es vorhin gemacht hast. Das hat nicht so. Ich hab ne Idee gleich. Wo machst du da überhaupt hin? Ja, das ist ja da, das. Ist super merkwürdig. Von oben dann irgendwie rüber.
Hey. Ah, das ist nicht schlecht. Musst halt. Aber warum hast du nicht in die Lücke gespielt? Was? Ja, das. Warum hast du nicht in die Lücke reingespielt? Sollte ich das? Wäre besser gewesen. Ich hätte schon gesagt, das sah gar nicht mal so verkehrt aus. Bitte warst du weit links. Hm. Ah, dann musst du mittig in, die, mit, in dieses Loch da. Du musst so durchmachen, dass du nicht aneckst. Aber. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Doch, das macht voll Sinn, da kommst du da rüber. Hm, seh ich nicht. Darf ich einmal? Ja, meinetwegen. So habe ich das gemeint. Ah. War halt ein bisschen stark, weil wird abgeprallt, frisch, aber. Hm. Oder vielleicht noch schwächer. Es ist schwer zu springen, wenn man. Naja. Alle zwei Sekunden Bild. Ja, hätte sie eh nicht reingeschafft. So, ja, okay, das ist natürlich doof. Aber das war jetzt voll unbefriedigendes Ende. Das war jetzt wirklich unzufrieden. Aber Janine hat es trotzdem wieder verkackt, obwohl die eigentlich anfangs gut war, richtig zu verscheißen jetzt und wieder, ja. Naja. Danke für diese Motivation, Mann. Gern geschehen, Janine. Immer wieder gerne. Ja, okay. Gut, Boah, wir haben jetzt Hä, als ob das. War das 2 Stunden? Nicht ganz, 1,5 wahrscheinlich ungefähr oder so, ne? 1,5, ja. Alter. Also 18 Löcher dauern schon ein bisschen. Das ist not bad. So. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt Kribbeln oder was machen wir dann noch? Was Kribbeln kann man schon machen. Ja. Okay. Dann machen wir das. So. Hey, ich kann natürlich mal wieder raus haben. Kann ich mein Steam jetzt wieder schließen? Mann. Ja, voll schlimm, dass Steam offen ist. Aber bei deinem Laptop wahrscheinlich schon. Wenn ich ja nicht alles zusammen hab. Okay, ich muss mal kurz gucken hier. Ey, Marse, ich bin Janine ein PC am Zusammenstellen und der ist so gut wie deiner. Oh. Cool. Wer stellt denn den Raum? Du. Immer der fragt. Okay. Aber du musst dann aufpassen, dass Thanos weiter nicht abgucken kann. Hm? Ja. Okay, Sekunde, ich muss noch kurz Dinge tun. Ich habe mich schon dazu entschlossen, dass ich am Wochenende vielleicht einen Kuchen backe, wo ich allein zu Hause bin. Ja, voll gut. Ja, umso mehr Kuchen für mich. Na, wenn sie dich geht schon wieder voll ab, ey. Der macht manchmal so komische Gackergeräusche oder Witze. So, Runden. Es sind nicht so viele. Jetzt ist die Frage, lassen wir dann den Chat mitmachen? Von mir aus, ja klar. Mir egal. Okay, warte mal. Darf man Videochat eigentlich zusammen? Gibt's Scribble.io als Kategorie hier? Ja. Hat der Jack denn Bock mitzuspielen? Wann würdest du Anomaly spielen? Das war dieses kurze Spiel, was du meinst, ne? Vielleicht spielen wir das dann danach noch, wenn die anderen beiden Film gucken gehen oder so. Also Anomaly 2 hätte ich in Steam zur Verfügung. Hättest du was? Anomaly 2 hätte ich in Steam zur Verfügung. Weil das ist 2er, ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist vom 1er ist. Welches? Okay. Achso, hier, Invite-Link, Copy. Okay, wer mitmachen möchte aus dem Chat. Ihr dürft halt nicht gucken, wenn ich zeichne und so, ne? Also da nicht cheaten. Seid da nicht böse. Ja, ich minimiere Twitch mal. Wenn ihr es macht, dann verderbt ihr euch halt nur selber den Spaß irgendwie. Ne? Ja, das so, das ist einmal der Link und ich schicke euch den auch nochmal hier rein. Wo ist eigentlich Fede gegangen?
Er wurde rausgerufen. Ja, ja, ich habe ein Video geguckt und dann. Ja. Mögt ihr Kürbis? Ja, Kürbis. Geht halt, kommt drauf an, was. Ja. So, habe ich hier noch was man nicht sehen soll? Ich hatte extra was man nicht sehen soll. Was ist das? Wieso nur drei Runden? Ach, das. Ist ja voll langweilig. Martha, du hast mir die Farbe geklaut. Du hast mir einen Key für dieses Spiel geschickt. Anomaly 2. Dann vielen lieben Dank, Danus. Ist Anomaly 2 auch gut, Moonshine? Ich weiß ja gar nicht, was das überhaupt für ein Spiel ist. Ich auch nicht. Jetzt bekomme ich einfach einen Key von Danus. Hast du das Spiel für dich selber schon? Nein, dein Ding sieht aus wie ein Mexikaner. Okay, dann fühle ich mich nicht so schlecht. Ich habe halt den Humble Bundle dreimal als Steam Key und dann noch als DRM-frei Download-Variante. Ich glaube, das ist ein komplett anderes Spiel. Was? Ah, okay. Das toll. Ist echt doof. Okay. Anomaly. Ich guck mal trotzdem gerade auf die Steam-Page davon. Da ist jemand dazugekommen. Shop-Seite. Was zum Teufel? Hältst du die Runden eigentlich noch hoch? Ja, lang, weil ich mit 3 ist ja gleich wieder vorbei. Noch mehr als 3, aber wenn jetzt so viele dann sind, dann dauert das doch ewig. Ich will lieber kurze, knackige Runden oder nochmal eine Runde oder so machen können. Aber 3? Mach doch lieber. Dann würde ich ja sagen. Wir haben schon mal 3 Runden gemacht und haben eine halbe Stunde gespielt. Eben. Was? Ja, klar. Dann hattet ihr ja voll viel Zeit zum Zeichnen. Nein. Jetzt nochmal. Aber wenn man halt so zu 8 spielt, dann geht das halt eine ganze Weile. Bis dann jeder mal dran war, geht das schon ein ganzes Stück. Wo ist denn die Kamera hier am sinnvollsten? Ist sie hier drüben sinnvoller? Bin mir noch nicht so ganz sicher. Keine Ahnung, ich sehe es nicht. Ich darf nicht gucken. Ich hab's gar nicht offen. Das, was ich meine, ist nicht auf Steam. Das ist nur dieses komische Dingens, okay. Ich mag es immer nicht, von komischen anderen Seiten Dinge downloaden zu müssen. Aber auch, ich guck mal. Draw Time in Seconds. Machen wir nur 60 Sekunden oder lasse ich 80? 80. Okay. So, sonst noch jemand aus dem Chat, der mitmachen möchte? Dann sollte er sich jetzt noch melden, aber ich denke mal erstmal nicht. Okay, ja, dann machen wir mal, ne? So. Ja, raus. Round 1. Oh, ich wollte gerade sagen, Martha ist. Nein, das war gar nicht. Okay, Moonshine muss malen. Uff. Ernsthaft. Hä? What the fuck? What the heck? Ich habe Fragen. Ich auch so einige. What up? Was? Voll easy. Hä? Was? Mensch. Finde ich gut gemalt. Was hat diese Querlinie da zu suchen? Ja, die ist unnötig. Die hat das aus Versehen. Oh, die ist aus Versehen. Oh, ich dachte, die hat was zu tun. Mit dem Mensch Der Mensch ist egal. Es geht, der Mensch ist nur voll deutlich. Ah, nicht Strandbank, Sandbank. Scheiße, ich hasse alles. Ja, da ist Sand und da ist die Bank. Also. Das war schon geil. Ja, der Strich hat mich so irritiert. Mich hat das braune. Bahnhofszeichen. Mit seinen tollen Malkünsten. Ey, was soll das heißen? Dass du toll malen kannst. Oh. Beispielsweise Maser. Alter, wählen sie nicht. Was hast du schon wieder für ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom-Problem? Box. Weißt du, ich so drucke. Oh, ich bin dran.
So, jetzt hau raus. Ich habe auf YouTube so einen Paint-Mal-Wettbewerb, haben da so welche gemacht. Okay. Da gibt's halt echt Leute, die machen in 60 Sekunden voll die schönen Bilder im Paint. Boah. Das soll nur Hintergrund sein. Ein komischer Hintergrund. Ah, im Fall der Strich bei mir nicht geil. Ey, den Hintergrund einfach vor, es wäre ein Tisch. Okay. Dem Zetern. Bam! Hab ich's! Too easy! Ihr seid alle kacken. Nein, ich wollte die Linie nicht rot, ich mach ihn halt auch gerade an! Boah, wieso hab ich so wenig Punkte? Ich hab jetzt auf Milchglas geschrieben, das ist halt. Milchglas? Ist Milchshake. Oh Gott, ja, hätte ich auch aufgepasst auch. Was? Mit dem C und mit dem A hätte Milchglas genauso gepasst. Alle von Haus. Oh, das Haus Sasch. Boah, lol. Das ist halt der Vorteil durch meine volle mechanische Tastatur. Hier ist der Affiliate Link. Was? Bitte was? Hashtag Sponsored, was? Nein, ich hab voll die coole. Die war im Alternate im Angebot. Die mechanische Tastatur. Ein paar Tests dazu durchgelesen, ja, cool, nehme ich. Und sie fühlt sich voll gut an zum Schreiben. Was? Da! Ah. Irgendwann muss es ja funktionieren. Ja, eigentlich steht schon alles da. So viele Tipps kann ich ja schon mal geben. Seid ihr schlecht. Ich merk's. Also im Mondschein, ich finde es voll gut gemalt. Bergspitzenkreuz. ich hab das hier geschrieben. Was? Gipfel? Gipfel. Okay, das Wort kenne ich nicht. Nicht? Okay. Nee. Ich auch nicht. Das ist ein Gipfelkreuz. Was? Hä? Wollte ich auch gerade schreiben. Oh, oha! Was? Ist das die richtige Strichstärke? Ne, ich muss die hier nehmen. Vielleicht soll der Strich ja auch auf dich zeigen, Maser. Nee. Ups. Was wird es? Doch kein Spargel, aber was dann? Was? Ah! Ha! Janine, was geht bei dir ab? Schreiben könnte man ja mit dem Sommer können, ne? Ich hatte das es vorhin eigentlich weggemacht. Ja, sagen sie alle. Ja, hatte ich wirklich, aber ich muss anscheinend nochmal drauf gekommen. Was? Moonshine nur so, hä? Oh, Matt, sabbert der gerade? Oder sabbert Janine gerade? Oder was ist da los bei Janine? Ja. Schlecht. Was schlecht. Das hättest aber auch genauso du sein können. Boah, da sind so viele Punkte. Was ist mit dem Mann? Ja, Stand! Also ich werde schlecht genannt und ich habe doppelt so viele Punkte wie der nächste, also. Ja, das ist auch schlecht. Ich hab das mit dem Strand gerade mitgekriegt. Mmh.
Weil es so viel. Keine Ahnung, was da in dem. Moment. Ah, ah, verdammt! Nimm das, Thanos! Nimm das! Ich kann langsam schreiben nur, verdammt! Ihn. Mein schöner blauer Sonnenschirm, ich wollte noch weiße Striche zwischen machen. Oh. Wie ist das denn? Ha! Voll easy. Dann nehm ich schlecht. Wie heißen die Viecher? Pinguin. Pinguin, genau. Das weiß man doch. Ich meine, das ist ein Albatross. Ich bin gerade nicht drauf. Also irgendwie gekommen. Ist das eher eine Gans als eine Ente, aber naja. als eine. Ein Gans als. Also ist ein Schwan, Mann. Also, Moonshine ist ja ganz schön am Judgen, habe ich so das Gefühl. Wieso? Das sieht aus wie ein Taco. Was? Was, ja. Was hat denn meine ganz. Meine Entengans Spahn-Dingens mit einem Taco zu tun? Wie heißt das sonst? Nein, hör auf, Danus, du bist zu gut. Ich war froh, dass ich es richtig geschrieben habe. Alter, ich hab keine Ahnung. Ja, das ist der Hals, aber. Ja, es ist Hals. Ja, was für ein Teil davon vom Hals? Hals! Nein, der Hals besteht aus. Kann man auch verschiedene Bezeichnungsteile. Was? Das ist ein Hals. Viele? Gott. Viele ist für mich hier unten. Sieht aus, als hätte ich Biologie studiert. Den Hals so zwischen. Boah, ich bin mal kreativ. Oh Gott. Oh, oh. Oh, kein Füller. Ich könnte eigentlich auch den Farbfüller verwenden, aber es wäre langweilig. Aber es kommt der interessante Teil. Das hat ein bisschen was von einem Brot. Ein weiß, ein schimmeliges Brot. Was zum Teufel? Du weißt, dass du einfach das eine Dings daneben kannst zum Ausfüllen. Du hättest das nicht jetzt aus. Ja. Was zum Teufel? Das ist eine interessante Darstellungsweise, wie ich nochmal sage, dass es ein bisschen lustiger macht. Hey, Wolkengarten? Ich kann da mal, eine Alternative hinmalen. Oh, hallo? Ich weiß es. Das ist richtig kreativ. Oh, lol. Oh mein Gott, ey. Das ist ja langweilig. Das ist wirklich kreativ, das muss ich dir lassen. Ein wirklicher Wolkenkratzer. Oh ja. Gott, ey. Scheiße, wie soll ich denn das machen? Ruf. Ja, das muss man ein bisschen auf Umwegen bringen. Ist doch viel cooler. Das war echt, uff. Ich war dann auch schon so, ja, was gibt's denn da alles? Was macht denn da Sinn? Wolkenschaufler? Wolkenwatt? Wolkenkehrer? Dann wollte ich schon irgendwie Himmelsfeger oder irgendwie so nehmen, aber. Oh Mann, wenn ich lache, kann ich nicht. Da zeigt Marsa wieder seine Muskeln, glaube ich. Lass es ziemlich wobblige. Wobblige Muskeln, ja, passt zu mir wenigstens. Da siehst du das hier, das ist richtig heftige Muskeln hier. Mann, ich möchte wieder mit Hoodie da sitzen können. Ich sehe so Spargel-Tarzan-mäßig aus. Was? Und da ist Aua. Was? Ja. Armes Aua vom Sport. Ah ja. Ich was? Hab keine Ahnung, wie ich das mal. Warum? Wieso bist du so gut da denn? Es hat doch auch gesagt, was das ist. Aber. Achso, scheiße. Kann man eigentlich nicht machen, aber ja. Ja, die armen Moonshine. Wie willst du? Wobei Moonshine hört zu, hoffentlich. Ja, also. Obwohl ich hätte. War ich schon drin, hätte ich jetzt gesagt. Würde Sinn machen. Ich kann nicht sagen, was ich sonst hätte malen können.
Thanos hätte wahrscheinlich eine Katze gemalt. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Ich könnte eigentlich eine Katze malen. Nee, ich hätte den Kater gemalt. Nicht deine miese Katze. Aber Moonshine, sie ist positiv. Du bist immer noch besser als Janine. Stimmt. Vollmond ist zeichnet jetzt. Sprich. Hörst du den Stream eigentlich? Jetzt hat's ein bisschen was von einem Megafon. Ah, scheiße, ich hätte das Wort nicht nehmen sollen. Keine Ahnung. Ich hatte eine coole Idee, aber es hat nicht funktioniert. Geht, Mann. Das halt. Wieso erratet das keiner? Danus, wieso lässt du mich im Stich? Klaue! Oh, dann lag ich ja mit Kralle. Ich habe Kralle gedacht, ich bin nicht auf fucking Klaue gekommen. Ich habe Kralle sogar gedrückt, geschrieben. Ja, ich habe Kralle geschrieben. Ja, aber du hast Kralle geschrieben? Auf Teamspeak oder? Kralle. Doppel. So. Ah, schön. Ja. So, noch eine Runde. Yes. Let's go. Siehst du, jetzt ist gut, dass wir noch eine Runde machen können, weil dann können wir jetzt wieder aufholen gegen Danus und so. Und so. Und ich war Zweiter, das war genauso wie in Golfit auch immer. Ja, irgendwie ist Danus immer besser in allen Spielen als ich, aber ich bin dann immer so Zweiter. Ich werde dafür, dass schon, das Ich bin ja was Besonderes. Bist du nicht. Voll leise, Chantal. Ach, Danus heißt ein neues Chantal, das wusste ich gar nicht. Ja. Oh Leute, das sind zwei Wörter. Das sind drei Wörter. Hä? Das sind drei Linien. Also drei gestückelte Linien. Das sieht aus wie ein... Hä? Warte. Ich habe auch irgendwie so eine Ahnung, aber wie heißt sowas? Ich absolut nicht. Oh ja. Haben zwei Wörter halt auch. Ja, jetzt sind es bei mir auch zwei Wörter. Hä? Wie bei dir sind es jetzt erst zwei Wörter? Ich bin so verwirrt. Die Seite hat anscheinend ein bisschen länger zum Übersetzen gebraucht. Voll einfach! Oh mein Gott! Ah, die hat keine bunten Haare. Was? Hä? Was? Die sind sehr bräunlich. Was? Der Hintergrund ist auch nicht blau. Es ist grün. Oh, nein! Oh fuck! Scheiße! Bei M und N. Boah, aber das ist aber auch schwer. Musste ich halt an hier unsere Mona vom Teamspeak denken. Boah, aber das war wirklich schwer. Also, puh, dafür hast du es echt gut gemalt. Muss ich wirklich sagen. Boah, damn. Boah, mach ich das? Das ist aber gerade echt hart. Ne, dann mach ich lieber das hier. Oh, das war einfach. Ja, ich meine auch. Da ist so, ja, ich meine auch. Zeigt das Ding nicht normalerweise noch. Doch egal, das kann aussehen, wie es will. Irgendwie hält er das sehr komisch. Ja, ne? Ich glaube, die ist ihm zu schwer. Ich glaube, der ist auch lau. Aber gut, der Arme hat auch keine Arme. Er muss mit dem Mund festhalten. Hält er das gerade mit dem Fuß? Nein! Ich glaube, er spielt mit dem Fuß da drauf. Das ist doch kein. Der hat nur einen Fuß jetzt auch, der Arme. Nein, der hat keinen Fuß, der ist nicht drauf.
Das ist ein Rollstuhl, Maser. Lass doch mal die Behinderten in Ruhe. Voll mies von dir eigentlich. Hä? Voll gemein. Entschuldigung. Das ist ein Roboter, aber der ist mit Dingens gemalt. Mit Grau. Normale Menschen sind nicht grau. Ich glaube, der tanzt, wie kann man das? Macarena? Nee, das nicht. Was zum Teufel geht mit dem ab? Das sieht irgendwie ein bisschen geschädigt aus, der Arme. Jetzt habe ich vergessen, was ich da schreiben wollte. Man darf nicht schreiben. Nein, das sollte ja auch was er sagt. Ach so. Das wäre eigentlich schon sinnvoll. Wir könnten auch in Discord rübergehen, ja. Da müssen wir nicht Teamspeak bleiben. Kann man machen, Moonshine gleich. Ja. Dann geht die Runde, die geht noch ein bisschen länger. Ja, zum Beispiel mal zwischendrin. Ja, aber bei Glück fehlt noch ein bisschen was. Ja. Glücksklee? Nein. Ja. Glücklich. Glücklich. Oh. Oh. Ja, okay. Ja. Das hätte man irgendwie... Hätte man schon drauf kommen können, aber ja. Ja. Hätte es Glück, wäre es Glücksklee gewesen, dann hätte ich ja nur das Blatt gemalt. Oh, jetzt geht's aber. Wenn, dann muss ich früh dran sein, weil ich mal ich verloren. Oh, Janine ist gerade in Führung. Was geht denn bei ihr gerade ab? Ja. Huch, nein, was hab ich gemacht? Oh. Mars hat Rage quittet. Nein! Ach Mann, komm ich wieder zu euch zurück? Einfach auf den Link gehen? Ja, doch, ich bin wieder. Nee, hä? Nee, jetzt bin ich mit irgendwelchen random Leuten da. Scheiße. Wer ist das hier? Ach Mann, ich bin. Warte mal, kann ich meinen eigenen Link nochmal? Kann ich mir selber nochmal. Oh, das ist nicht das, was ich machen wollte. Gut, dass ich den schon eingelöst habe. Toll. Uff, das ist jetzt belastend. Was? Das ist jetzt doof. Was hat das wirklich geraged wieder? Play. Ja, ich glaube, ich habe verkackt, oder? Nee, ich bin wieder da. Aber jetzt bin ich letzter, weil ich 0 Punkte habe. Ja. Ach, scheiße. Stimmt, man kann nachhören, aber man hat keine Punkte mehr. So war das. Naja. Oder wir gehen nochmal raus und gehen dann in Discord. Nein, wir machen die Runde zu Ende. Der Baum der Vergangenheit, hallo. 1, 2, 3, ich komm vorbei. 4, 5, 6. Okay. Ich schlitz dich weg und hi. Hä? Aus welchem Film ist das denn? Ich kenne nur 1, 2, Freddy kommt vorbei. Das vielleicht, aber ansonsten, hä? Achso, ich muss ja auch schreiben. Keine. Was? Ahnung. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, das habe ich schon versucht. Das ging nicht. Schauen. Schauen. Ah. Oh Mann. Ja, okay. Das ist genauso wie bei mir Glück. Habe es abgewandelt. Uha. Wer ist dran? Achso. Mensch. Mensch, was Kinders. So machen wir wieder die bekannten Arme. Die sind gar nicht auf einer Höhe. Ja, das war's. Hat der eine Fehlstellung? Ja. Ist behindert. Wieso sind bei dir immer alle behindert? Alles keine klar, Ahnung. Ich habe behindert geschrieben, was wird in Chat geschrieben, besteht. Es gibt auch viele behinderte Parkplätze. Was? Ja, wenn man auf Parkplatz suche ist, dann. Oh, da ist einer frei. Ach nee, der ist behindert. Das ist leider teilweise echt wahr. Ja. Aber kommt halt im ersten Moment nicht drauf, wie blöd es sich eigentlich anhört. Naja. Ich glaube, die höfliche Dingens ist körperlich beeinträchtigt, oder? Oder wie war das? Boah, ja, keine Ahnung. Ich habe da immer Angst, falsche Dinge zu sagen. Behindi. Nee, das ist gemein. Das sieht auch wieder so nach Auge aus. Was? Sag's auch noch. Aber ich hab's doch so geschrieben, von dem her, was ich gehört. Bei mir sind Strichmännchen wie Leute mit. Was?
Geht's dir irgendwie gut, Baum? Ach, hier schwirrt so ein Fisch in meinem Schlauch. Ein Vieh schwirrt rum? Nein. Aber das bist nicht du. Hä, jetzt hab ich irgendwo... Oh mein Gott. Uff! Boah, was zur Hölle? Ich wollte das nicht wählen. Die Runde ist eh irgendwie für den Arsch. Ja, Danus hat mich eingeholt. Wobei, warte mal. Also erstmal hier so und dann so Dann... Was? Oh. Was? Also das ist easy und erkennbar, muss ich sagen. Okay, jetzt nicht mehr, jetzt sieht's aus wie ein Hasenkopf. Nein, ich sag nichts. Nee, das Schweinchen, Ferkel, aber... Ach! Nein, ich sag nix. Und Dankeschön für den Follow, der Baum der Vergangenheit. Vielen Dank. Warum ist das pink? Weil Schweine immer pink sind. Nein, Hängebauchschweine haben Fell. Dunkles, braunes Fell. Ja, aber Janine hat's erkannt. Ja. Na, die hat ja keine Ahnung, wie das Viech aussieht. Das ist halt ein armes, das ist halt ein anderes Hängebauchschwein. Ich hab's erkannt, also. Und somit bin ich wieder in Führung. Scheiße. Kacke. Ich fand das Schwein auch gut. Okay. Ich fand's auch gut tatsächlich, aber ist er. Ich hab zu viel Minecraft gespielt. Also ja, schon sehr schlecht, dass ihr das nicht erkannt habt. Ach, Mond. Mohn. Oh. Mond sieht für mich ein bisschen anders aus. Wer hat das gerade gezeichnet? Mondschein? Mondschein, ja. Ach so, ups. Jetzt haben wir Round 3 auf 3, dann können wir ja gleich dann in Discord gehen. Einfach oder schwierig? Was? Mittel. Oh. Was? Ja, das war's. Obwohl, ich könnte auch. Warte, ich unterteile das hier mal ein bisschen. Also, das ist schon mal. Man kann ja beides dann erraten. Eigentlich der gleiche Begriff, also von dem her ist es egal. Das macht es vielleicht einfach. Sendet mir gerade eine. Das Wort war Murmel. Das Oh, das, freut mich, dass sie jetzt bei dir ankommt nach fast 2 Stunden Stream oder schon über 2 Stunden Stream. Das freut mich, dass ich dann jetzt auch bei dir live bin. Das ist schön. Stream hat 2 Stunden Verzögerung dann zwar, aber es geht schon. Boah, ich hab's so verschissen, die Runde. Ja gut, ich bin ja auch wieder. Ja gut, ich bin Keine ja auch Ahnung. Raus. Wie kommt man da nicht drauf? Das ist so einfach. Das ist scheiß Fall. Ich hätte Fußball. Joa, ne? Oh, ich bin dran. Bevor wir die nächste Runde machen, muss ich noch ein Glas holen, um zu trinken. Also im Duatsch. Welche Farbe hättet ihr gerne? Gelb. Ups. Schlechtes T-Shirt. Also die gelbe Farbe ist jetzt einfach unrelevant, okay. Ja, so. Das hätte ich nicht gefragt, weil ja, ich... Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das sieht echt sehr falsch aus. Das ist ein T-Shirt, was Danus passen würde. Wieso denn? Guck mal auf die Ärmchen. Ja. Oh Mann, jetzt habe ich den Pfeil verkackt. Das, was da drauf ist. Eins ist kein Fleck. Ich hab mit L auf. Was? Löffel.
Das ist ein Oberteil. Ja, aber warum sollte man Oberteilen kleben? Nix. Man klebt nichts auf Oberteile. Ja, nicht kleben. Fussel. Fussel. Ach. Uff. Uff. Das ist belastend. Und ich bin. Hä, ich hab Moonshine noch überholt, obwohl ich die Runde rausgeflogen bin. Ja. Gott, arme Moonshine. Hm. So, dann gehen wir mal jetzt Discord, würde ich sagen. Ich hab einen Snap von Feli. Ich bin aus dem gleichen Schritt, Dana. Oh, doppelt, Danos Action. Doppelt! Gemoppelt, ach, da ist dein Test. Ja, ich bin, Sound. Ich auch jetzt. Ich spiel fast nie Swivel.io. Ja, ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht so wirklich. Ach ja, das ist übrigens mein Discord, wollte ich nur mal kurz sagen. Voll cool. Ja, ich habe hier gerade drauf geklickt, bin aber nicht reingegangen. Ich glaube, ich muss Janine erstmal lauter machen, ne? Danus, sag du auch nochmal was? Danus holt sich doch gerade ein Glas. Das habe ich nicht gehört, also ist er wohl zu leise. Das hat er noch auf dem TS gesagt. Achso. Hallo Moonshine! Hi! So, jetzt kannst du auch endlich mitreden. Ja. Wir waren nämlich vorhin noch auf dem Teamspeak. Dass es sich 1000 Jahre verzögert ist, ja, yay! Ja! Wobei, eigentlich soll es gar nicht so stark verzögert sein. Was downloadet er eigentlich? Bei mir war es auf jeden Fall ziemlich so. Mindestens so 5 Sekunden, glaube ich, aber es ist schon irgendwie ein Unterschied im Spiel so. Hast du den Tab geschlossen? Was? Ob du den... Connection lost! Ach ja, das ist nicht wundervoll. Hab den nicht geschlossen, aber okay. Weird. I don't know. Ach, muss ich dir den Link nochmal Runde jetzt starten. Was? Achso, hä? Oh. Kann ich nicht mal irgendwie den Link haben? Ja, ich kann ihn dir schicken, glaube ich. Jetzt hab ich die Rechte. Ja, Janine hat jetzt, hab ich gehört und so, ne? Hat euch im Mundschein. Nein, das ist, ich hab jetzt die Rechte. Was? Ich hab jetzt die Rechte. Die Rechte? Ja. Aha. Ich hab nochmal in den Chat gepostet. In den Chat vom Stream, weil ich bin grad nicht mehr auf dem Stream, weil sonst höre ich dich hinter doppelt. Ja, ich hab im Stream gepostet gehabt. Achso, stimmt, cool. Hast du ihn gar nicht mehr offen? Ne, ich müsste das jetzt wieder neu öffnen, aber dann ist der Chat ja nicht da. Ne, ich kann es ja nochmal reinposten. Oder sonst einfach in Discord oder direkt Nachricht oder so. Ja. Ja, das kann ich auch machen. Es gibt schon ein paar Möglichkeiten. Ich wollte halt jetzt nicht unsere Direktnachrichten im Stream zeigen, aber... Warte mal. Kannst du auch einfach in den Gezwitscher-Chat oder so. Ja, ist auch komisch, aber ja, ich guck mal. Yay. Und ich zeichne diese ganze Scheiße am Handy, das ist richtig spaßig. Ja. Och, die scheiß Werbung. Janine hat 5 Runden jetzt eingestellt. Janine, will es wissen. Moment, kann ich jetzt mal? Ach, das ist meins. Bitte. Das macht. Yay. Funktioniert. Uh-huh. Okay. I can't start it. Oh, nein. Ah, warte. Nein. Ah. Warum fange ich schon wieder an? Warum nicht? Reingekommen ist. Okay, versuchen wir mal das. Ich glaube, das andere wird man nicht erraten, auch wenn es sehr simpel ist. Oh Gott, jetzt muss ich mal hinschauen. Ja, Ball. Hallo, mach doch mal. Oh Gott, das wird richtig lustig. Ich würde das überhaupt nicht erraten. Hilfe. The word was Fussel, was? Das sieht irgendwie lecker aus. Danos, hör auf! Yes, man kann's erkennen, ja, voll einfach. Ich könnte auch voll die einfachen Tipps geben, Marse. Also, oh. Das ich jetzt mal. Ich weiß nicht mal, wie man Tipps gibt, so. Weil irgendwie kann man das ja machen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Nee, also. Ich mein, wörtlich Tipps. Aber ich glaube, als Tipps. Der Anfangsbuchstabe ist Z. 3, 2, 1. Mit Doppel-P. Ich habe auch überlegt, scheiße. Ich riskiere es mit Doppel-P. Ja. Du.
Ach, es geht schon weiter. Okay. Sieht gerade etwas kurril aus. Ist es jemand, der ins Wasser springen will, um sich umzubringen? Nein. Der ist schon tot. Der denn zahlt. Bauchklatscher? Das sieht gerade, also wenn der, diese krumme Linie oben, wenn die grau wäre, dann wäre es eine Sense. Ist das... Yes! Ja, also, ne? Das man kann es erkennen. Ich finde auch, also... Das schätzt du schon... Huch, Mann, wieso tappe ich bei komischen Sachen hin? Ich sag mal nicht, ich gebe mal keinen Tipp. Ich dachte, der hat Danus zeichnet. Nein. Ich war auch vorhin verwirrt, als jemand anders. Wieso ist meine Musik auf? Ich hab Angler geschrieben, aber natürlich Fischer. Ich hab Angler geschrieben. Oh, du hast auch Angler geschrieben. Ja, das hab ich nicht gelesen. Dann war's. Oh, komm, das ist doch jetzt voll cool. Das andere wäre zwar auch cool gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, das ist... Ich dachte, das wäre ein Fisch. Ja. Ja. Ich finde, das ist ganz gut. Ach, jetzt da noch Zeit, wie er... Ah! Ja. Sieht man, kann es erkennen auch. Wäre auch ein süßer Fisch geworden, aber naja. Jo. In etwas dunkler, dann wäre es ein verkokelter Fisch. Das ist eine wunderschöne... Wow. Ja, Oh, Janine. Das ist schon traurig. Ja, arme Janine. Ich glaube, das Spiel ist voll das Mobbing-Spiel für Janine. Oh, weil sie erst so Baguette und dann so Brot. Baguette. Ja, arme Janine. Brot wäre das hier gewesen. Was? Hä? Was? Du wurdest gerage-quittet. Nein. Janine. Hä? Warte mal. Brot vergessen. Ja, das kann ich so schön zeichnen können. Was passiert jetzt? Hä, wer ist jetzt dran? Haben... Es malt keiner. Ja. Hä? Hä? Was? Ich kann nicht malen. Die malende Janine ist rausgeflogen, die Zeit läuft nicht runter. Doch, die Zeit läuft runter. Okay. Was ist das für ein random Wort? Och, are you kidding me? Ich hab dir übrigens einen Snap geschickt, Dano. Scheiße, was Janine hat's kaputt gemacht. Oh, Hilfe. Hab ich gar nicht. Doch, hast du. Hilfe. Das ist... Man wird das sowas von nicht erkennen können, das wette ich. Alles klar, ich treib Hose und was wird da hingeschrieben? Schlauch. Scheiße. Ach Gott, wie schreibt man ich das? Ich hab keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll, ey. Echt nicht, ich hätte so ein Wort freiwillig niemals genommen. Ja. Hä? Aber es ist das nicht mal, oder? Mit Hä? Was ist denn Ja, das gehört dazu. Das ist ein Teil davon. Das ist das Problem. Ach, das... Ja, okay. Das oh, man kann es erkennen! Das war jetzt irgendwie, das war jetzt unerwartet leicht. Hilfe. Man hat viel zu kompliziert gedacht. Ja, mir auch nicht. Ja, ihr habt, denkt alle viel zu kompliziert, glaube ich. Das ist... Hose? Ja, das genau, das wird sein. Vielleicht solltest du das mal ausprobieren. Militär. Ja. Will ich so aber nicht drauf kommen. Ich hätte das nie im Leben... Ich könnte das nicht... Ich kann das nicht zeichnen, ey. Ach, einfach Trump und einen roten. Keine Ahnung, wie ich das darstellen soll. Ach, das ist schon wieder ein Hängebauchschwein. Nee. Da ist das hässlich. Voll! Alter! Was ist für ein Clown? Ey! Was ist das? Scheiße, oh Gott, wir haben es alle erraten. Das ist eine Behinderung, Maser. Ich glaube, das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Plattfuß.
LOL, wie genial! Oh, ich kann nicht mehr. Warte mal. Oh, scheiße, war der Fuß okay. Hässlich. Könnte deiner gewesen sein. Ich glaube, da ist einmal ein Auto drüber gefahren. Ja, oh. Ha. Masoskop? Was? Nimm das, Danus! Ah! Ach ja, Danus hat gemalt. Was soll das? Danus war ja derjenige, der gemalt hat. Ich hab mich gerade gefreut, dass ich schneller als Danus war. Kreis mit einem Strich und einem Punkt. Das ist ein sehr, ja, das ist ein sehr, das ist ein sehr schöner Clown gewesen, deswegen haben wir es alle in Zinn erraten. Oder Haare oder irgendwas. Ja, aber ja, konnte man an der Nase erkennen. Ja, ja, die Nase hat ihn verraten. Ja, dann war ich sein müssen. Sag mal, leckt Janine, weil irgendwie haben die Striche, brauchen die voll lange, bis sie hier ankommen gefühlt. Und das ist schon wieder ja, der Robotermann. Wieso hat Janine immer den Robotermann? Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Moti-Moti auf WhatsApp gerade. Was? Achso, ja, ist ein bisschen. Sag mal, was hat denn der da im Mund? Was? Wie? Der Roboter hat irgendwas im Mund. Ist das ein Pfeil was? Oder? Was? Das ist ein Pfeil. Ich dachte nicht, was das sein soll. Vergessen, Beine zu malen. Alter, ich. Jetzt hätten kurze Beine, würde ich sagen. Was ist schon wieder mit der Frau? Tot. Alter, Danus. Elon. Gelbe Karte. Keine Ahnung, ey. Oh, der hat Popcorn in der Hand. Das ist die gelbe Karte, habe ich gerade gesagt. Schiedsrichter. Wie schaut man das? Das, was ich nicht kann. Was? Ja. Eigentlich habe ich das gerade voll dämlich gemeint. Hä? Ich bin so verwirrt. Ich bin gespannt, was das Wort ist. Pfeifen. Pfeifen. Oh. Boah, das wollte ich gerade raten. Das, was du nicht kannst. So, ah. Hallo Roblox. Ach du. Was Roblox. Sind das für Wörter? Warum krieg ich immer so scheiße Wörter hier? Nein, nein. Boah. Du weißt doch, dass ich nicht pfeifen kann. Wunschan, ich muss dich leider wieder noch wieder leiser machen. Ich dachte, du bist leiser, aber du bist voll laut. Schreiben wir die so an. Oh, okay. Kann man den beitreten? Das wie das dem, ist so Ding, was wir gerade spielen. Die anderen Wörter können. Die anderen Wörter sind noch schlimmer in der Hinsicht. Ah, Hilfe. Wie? Kann ich mal. Wenn wir noch eine Runde machen, ja. Oh, ich kann es dünner stellen. Ich habe herausgefunden, wie man das Dünner verwendet. Nice. Oh, easy. Ja, kannst du Roblox. Wenn wir noch eine Runde spielen, ja. Wir machen wahrscheinlich noch eine Runde dann danach. Man könnte auch jetzt schon sagen. Ja, wir machen die Runde noch fertig und dann. Oh? Ansonsten ist ja unfair. Ich hab Alter, keine ist, Ahnung. Alter, das ist einfach. Boah. Was? Ah. Oh, ah. Die Person tut mir leid. Boah, wie knapp. Ja, du hast ein paar Bücher abgestaubt. Was zur Hölle? Ja, ich glaube, bitte töte mich und so, das habe ich schon richtig geschrieben in dem Fall. Von die anderen Wörter, die ich gerade hatte, waren Röst, Aroma und Patriot. Also, nein. Wie soll man sowas zeichnen? Dankeschön für den Follow, Roblox. Okay, warte. Deine Autokorrektur hasst mich gerade. Warte, was? Was? Hä? Aus dem Rollschuh war, der in den Stachelrab reingefahren ist. Was? Alter Maser. Also, ist das Säure? Alter! Was denn? Ich finde das voll hübsch. Oh. Normalerweise ist es irgendwie. Wie heißt das Ding? Die sind doch häufig rot, oder? Ich hätte es eher grün gemacht. Oh, wie heißen? Ja, oder grün. Oh, Mensch. Wir machen den grün. Ah! Oh, gut, ich bin auf das Wort gekommen. Ja, dann passt schon. Ja. Aber doch, die sind doch rot und ich glaube, die sind rot. Kann man auch einen Scheiß. Danus ist nur so rot. Wurde in einem Bild. Ich finde, das war gut. Die anderen Wörter wären noch schlimmer gewesen. Was waren die anderen Wörter? Ehefrau zum Beispiel. Okay. Ja, Ehefrau. Ups. Gott, was ist das denn? Jetzt hat Janine wirklich, nee, Danus. Danus wirklich seine drei Wörter. Dann kann Janine mal sagen, der hat drei. Bin auch für rot. Ja, ja, ne, Mädrescher eigentlich rot. Nee, oh nein, da kommen wieder die hässlichen Figuren irgendwie. Ich
Was war das andere hässliche Figur nochmal? Mona Lisa war das letzte. Jetzt ist ja, das hier. So, das egal. Ist besonderes. Das ist das Unwichtige. So. Das ist ein Alien schade. Irgendwie. Mit dem grünen Arm. Alter, ich werde das nicht zusammenkriegen, glaube ich. Weil das zu viel ist. Ja, ich auch nicht. Irgendwas mit Museum? Keine Ahnung. Okay, wenn es jetzt irgendwas Französisch ist, dann bin ich sowas von raus. Oh Gott. Irgendwas sowas, aber keine Ahnung. Ich glaube, ich hab. Was? Yes! Was? Yes! Was? Okay, da kann man drauf kommen. Hä? Oh! Oh, okay. Ja, schön lang. Oh, oh Gott. Ja. Also vor allem, ich sag sogar noch hier Mona Lisa. Kann es sein, ja, dass dieses. Ich hab mir gedacht, Alter, warum kommst du nicht da rauf? Kann es sein, dass diese Scribble.io-Seite irgendwie hier so Leonardo da Vinci irgendwie mag und Mona Lisa und seine Werke so allgemein? Ich hätte noch Ima gehabt, aber ich wollte nicht ja, wieder. Was hattest du gehabt? Ich glaube, ich sollte allgemein wissen, dass man sowas kennt. Okay. Ist das eine Golfbahn? Oh Mann, wenn ich lache, dann kann ich nicht zeichnen. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht zum Lachen bringen. Ich möchte, dass du in ewige Trauer versinkst. Oh fuck. Oh Mann. Aber, das war so klar. Scheiße. Das war so klar. Hä? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ist echt nicht schwer. Lass einen Club gründen, Moonshine. Ich bin irgendwie zu doof, glaube ich. Soll ich noch die hässlichen Striche dazu malen? Ups. Ich raff das nicht. Meine Güte, das ist schon traurig. Ja. Oh nein. Das Problem war, ich habe gerade was ganz anderes darin gesehen. Das sah für mich einfach aus wie ein Pilz irgendwie. Oder ein Tisch. Ich habe den Zeppelin nicht mehr erkannt da drin. Ich wusste auch nicht, warum da Frauen sein sollen. Ich habe gedacht, na komm, riskier ich mal. Deswegen. Ich glaube, das hier geht sogar noch. Ja, natürlich, voll einfach. Ja. Voll easy. Ja. Ah, ich hab's davor schon. Ach man. Ja. It's beautiful. Ich umrahm's doch, weil ich gerade sonst nichts zu tun hab. Yeah. Ja, da muss noch Chrom Vanadium draufstehen. Und noch eine Zahl. Keine Ahnung, für mich sehen die so aus und ich zeichne die so immer. I don't know. Ich war eben ganz kurz AFK. Hätte man aber auch, glaube ich, wo ich die einfach drauf kommen kann. Irgendwie macht Golf mehr Spaß. Ja. Ich finde das lustig so. Das sieht gerade irgendwie ein bisschen aus wie eine Pflanze mit Kopf. Ja. Ah, okay. Könntest du jetzt so ein paar Luftblasen oder so vielleicht dazu machen? Also ja, Janine ist eher AFK. Ach so. Ich war eben AFK. So. Hä? Beim letzten Mal war ich AFK. Ich finde Seepferdchen voll faszinierend, by the way. Die hängen die ganze Zeit eigentlich an irgendwelchen Pflanzen, damit sie nicht irgendwie wegschwimmen, so. Das ist voll krass. Okay. Ist das eine Klaue? Nein. Bisher sieht das aus wie ein Körper. Oh. What the fuck? Alles klar. Ich merk schon. Okay. What the fuck? Hä?
Ist ja voll einfach jetzt. Jo! No, ich hab's doch. Ach, ich hasse alles. Ist halt leicht übergehen. Vor allem so schnell. Ich finde, du hättest SpongeBob malen sollen. Der war auch cool. Wird passen. Ach, so denk auch. Warte oder darum, dass er fett ist. Fett. Kann auch einfach das Fill-Tool nehmen, theoretisch. Jani, machst du schon wieder Fett-Shaming? Vor allem der Hals ist sehr dünn, ja? Warum hast du nicht gerade Krawatte geschrieben, wenn du schon gesagt hast? Weil mir niemand geantwortet hat. Ja, ist nicht dran. Du musst ja auch selber. Ich muss halt schreiben. Dass ich das aber seit Sachen reinschreibe. Okay. Nice. Ich habe irgendwie das Gefühl. Dass ich diese Runde wieder nur Zweiter werde. Ach, schreib mal das mit einem S. Schreib mal das nicht normalerweise mit scharfem S? Nein! Okay. Ah, nee, never mind. Nee, vergiss, was ich gesagt habe. Das ist jetzt einfach mal grau, das hier. Ist da hinter einem Poster? Was ist so? Das hast du sehr schön gezeigt. Yay. Ah. Danke. Oh Gott. Oh je. Ich sehe da absolut nichts drin. Ja, das sieht auch. Ich finde das gut. Das Graue sollte eigentlich höher sein. Ich hab keine Ahnung. Also das untere. Das schwebt jetzt natürlich in der Luft, das dieses Querlängsding. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Dinger aussehen. Aber konnte ich mal erkennen, also. Ja. Scheiße. Dann muss ich das nehmen. Sieht aus wie eine Axt ohne Axtmesser. Es muss nicht realistisch sein, man muss es nur erkennen können. Was ist das? Naja. So, hier machen wir ein bisschen von dem rein. Dann legen wir noch sowas irgendwie da drauf. Dann noch, dann noch ein bisschen hiervon. Fett drauf, ne? Dann kommen hier nochmal so ein paar Dinger drauf. Tom Arte. Das Wort fängt mit S an. Tu mal noch Flasche oder so drauf. Oh! Ist es so. Jetzt habe ich Hunger. Ich muss eine Raute dran machen. Jetzt habe ich Hunger. Mando, du sagst, dass du noch mal essen. Okay. Naja. Ups. Was ist ein. Achso, Kamel. Einhorn. Lama wird im Deutschen nur mit einem L geschrieben. Hä, da steht doch nur Lama mit einem L. Hä? Bist du dumm? Ich werde auch gerade Trommel schauen. Ich kenne kein Tier, was sonst noch einen Puppel hat. Ich glaube, die machen auch das hier, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist leider ein bisschen zurück. Sicher, dass ich auch einen Vogel hat? Gott, Alter. Kann so gar nicht. Ich glaube, die haben auch so Vögel. Hey, ich hab gewonnen! Woo. Oh, haben sie nicht. So. Ja, ich kenne mich, weil ich die Alpaka haben oder hatten. Egal.
spielt. Okay. Sollen wir noch eine Runde spielen und auf andere warten? Ja, ja, ich wollte hier noch. Ich schicke den Link wieder in den Chat, wer noch mitspielen wollte. Bei Roblox wollt ihr mitspielen irgendwie. Wenn derjenige noch da ist, bin mir gar nicht sicher. Wer mitspielen will, kann nachjoinen. Da muss dein TS hat geblinkt. Warum hat man's halt auch geblinkt? Ich glaube, der ist schon wieder gegangen, kann das sein? Ja. Wenn noch jemand mitspielen, dann bitte jetzt in den Chat schreiben, Leute. Wer lieb. Und dann wissen wir, dass wir nicht warten müssen. Mach aber vielleicht 3 Runden, Thanos. Was, ich? Ja. Wieso ich? Weil du jetzt der Leiter bist, weil Janine vorhin rausgeflogen war. Na, meine Frage, sollen was, wir eigentlich Runden? Ja, ich glaube, es ist besser. Okay, ich glaube, es kommt keiner mehr. Warum ist die Sprache jetzt tschechisch? Das sollten wir bitte nicht tun. Bulgarisch. Ja, ich glaube, es wird schwierig. Ich glaube, da redet keiner was. Boah, das wäre doch mal eine Challenge. Man muss es dann erraten, was es ist. Muss es dann in Google Translator. Aber boah, hier habe ich wahrscheinlich noch die meisten Vorteile von uns allen. Ja, wahrscheinlich schon. Obwohl ich auch kaum eins erraten würde. Ups. Englisch. Warum nicht Englisch? Englisch ist cool. Oh, nee. Das kennen wir nicht, das die meisten. Oh, ich war Welche Sprache ist es jetzt eigentlich? Ist jetzt Deutsch. Tja. Okay, schade. Hoffentlich. Let you go. Ich bekomme irgendwie so Hunger gerade. Stream. Das soll Steam darstellen. Achso, Steam. Das macht's nicht besser. Hä? Da schreibt ihr immer. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass es das ist, aber. Nee. Was steht da unten? Ich weiß nicht, wie man das besser machen soll. Streamio. Spiel. Der zweite Buchstabe ist ein Spiel. E, aber ich habe keine Ahnung. Wollt jetzt eigentlich niemand mehr joinen? Nee, leider nicht. Ich dachte auch, aber offenbar hatte da jemand nicht genügend Geduld. Wenn das da gemacht wurde, ist es da auf dem Desktop. Hä? Ich habe keine Ahnung. Sorry. Nein! Oh! Ich war gerade runterladen. Also das war es, damals seine Schwester während Golf gemacht hat. Okay. Kennt ihr eigentlich schon die Moonshine-Wick? Boah, wie macht man Sachen rückgängig? Ach, keine mit Ahnung, löschen. Wenn jetzt braun. Du kannst es komplett löschen, wenn du magst nochmal. Ah, okay. Ich hab keine Ahnung, wie ich spiele, wie gesagt, fast nie. Gesundheit. Ach, danke. It's beautiful. Scheiße. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll. Passt schon. Oh, man kann es erkennen! Ja. Nice. Du bist immer so überrascht, so. Oh, ich kann ja auf einmal doch zeichnen. Du kannst voll gut zeichnen. Ja, aber ich finde, das sieht einfach so seltsam aus. Ja, es geht schon. Man kann es erkennen, denke ich. Tanne. Ich find's dir so seltsam. Janina sind ein paar mehr Wörter als das. Aber ich find's schön, dass du die Mühe gibst. Entschuldigung, was? Achso, ja, mehr Buchstaben. Yay! Ach du Scheiße. Das hier. Ach, Moment, was ist das? Boah, ich kann nicht tippen schon wieder. Ah! Nice. Drucker, ja klar, also ich druck das auch immer, ne? Ja.
Ja, ja, das ist, ja. Man, ja. Das ist ein schöner also, Toaster. Der nicht auch seinen Toast immer aus, ne? Das ist doch einfach normal. Hm. Weiß. Was war eigentlich keiner irgendwie? Weil wir alle voll konzentriert sind. Nicht wirklich. Und wir herausfinden müssen. Oh, ich weiß, was es ist. Hä? Zu viel Minecraft gespielt. Ah. Ah. Ich weiß nicht, weil meine Mutter mal. Also, fucking hell. Jetzt bin ich schon wieder raus, glaube ich, oder? Bin ich raus? Nee. Bin ich nur wieder. Oh, Hilfe. Ich bin wieder in Google. Okay. Du bist zweimal da. Hä? What the fuck? Okay. Wait a second. Mit der Füllfarbe. Und dein Victory hat sich verdoppelt. Hilfe! Oh, Werbung! Ach. Werbung, hau ab! Warum bist du zweimal da? Sag mal, Moonshine, wait. Wie oft willst du jetzt genau noch kommen? Moonshine läuft ja, off, ja. Ja, es hat geklappt! Oh, nice! Ja, jetzt hast du ja keine Punkte mehr, ne? Aber ich hab keine Ahnung, wie ich irgendwas davon zeichnen soll, aber nimm mal das hier! Ja, nimm einfach. Oh, Hilfe, das wird. Das kann man einfach nicht darstellen. Ich bin so verwirrt gerade. Sieht auch seltsam aus. Nicht aus wie das, was es eigentlich sein soll. Ja. Aber Danus hat es trotzdem erraten, der Cheater, der. Mhm. Ist doch irgendwie alles, oder? Mist, wie heißt das? Mist. Ich hab keine Ahnung, wie man es heißt. Ja, okay. Man konnte es dann erkennen, doch. Hast du noch gut hinbekommen. Oh, wie heißt das eine Spiel da? Ich dachte ja, es wäre so eine Rührmaschine oder so. Ich habe jemanden auf Worte, der sich Waschstraße eingespeichert wegen dem Insider. Hm. Oh! Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Cool. Das ist doch mal wundervoll. Die beste Voraussetzung immer für dieses Spiel. Finde ich gut. Ich auch. Was? Ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab's gerade gegoogelt. Okay. Und dann einfach ein Google Image einfach abzeichnen. Wahrscheinlich ja, ist es mal kein Nomen. Wieso hast du es eigentlich genommen, wenn du es nicht zeichnen kannst? Ich hab's nicht genommen. Ich hab gerade was auf dem Discord geschrieben, weil ich nicht wusste, dass ich jetzt dran bin. Oh, achso. TF mal. Okay, uff. Ja, was soll ich jetzt machen? Für. Gar nichts oder irgendwas nicht zeichnen kann. Oder versuchen einzelne Wörter zu schreiben. Ja, mal. Geht ja nicht. Ja, dann halt nicht. Aristokratie? Keine Ahnung, was es ist. Ein Aristokrat war es. Aristokrat? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Boah, Aristokratie, das war ein bisschen Politik, ja. Aber ich weiß nicht, was genau. Ja, ich kenne nee, das auch, ist nicht für Politik. Das waren die reichen Leute, das ist so Renaissance. Ach so, irgendwas war ich auf jeden Fall. Irgendwas, wovon ich nicht viel Ahnung habe. Ich Anno 1503 gespielt und da gibt's halt die Aristokraten, das letzte Bevölkerungsstufe. Oh, cool. Zocker wissen. Oh, ich hab hier gerade Kekse wieder gefunden und unhappy. Ach, wie heißt das? Ups. Ist ja voll die Flasche. Ey, man kann das erkennen. Ich denke auch. Ja, ich musste ja schon mal ein anderes Wort für dich schreiben, das war das Problem. Da muss ich ja nicht doppelt.
Ja, sorry, ich bin auf falsche Tasche gekommen. Das Smite Blade finde ich cool. Ich hätte ja Flaschenpost geschrieben, aber das passt nicht, weil dann wäre ja was in der Flasche. Mhm. Das ist ja auch nicht Flaschenpost. Ach, hätte ich nicht gedacht. Das ist eine Pissflasche. Was? Eine Pissflasche ist das. Meine Flasche hat vorhin... Die Frage ist, mein warum Bier, muss man die dann erst aufmachen? Mein Bier, als ich das vorhin hatte, das hatte ja so einen Plop, und das hat voll toll Plop gemacht. Oh, die sind klasse, ja. Ja. Wollten wir das dann so richtig laut Plop machen, das haben wir erstmal alle mitgekriegt. Ich fand die schockierten Blicke am besten. Ey, Tipp, kann meine ich auch nicht, oder? Digital geschillt daneben. Ja. Oh, jetzt. Boah, ich kann schon. Ich bekomme so Hunger gerade. Ich bekomme so Hunger. Meine Tastatur spinnt gerade. Oder spinnt nicht, aber die regt mich auf. Ja, jetzt ist die Tastatur wieder schuld, Moonshine. Ja, ja. Ich hab da halt die Autokorrektur an und meine Tastatur meint, bei einem deutschen Wort oder bei einem englischen Wort, das immer in irgendeine andere Sprache übersetzen müssen. Und da habe ich irgendwelche Schriftzeichen stehen, die ich nicht verstehe. Warum? Server will restart? Was? Ich will nicht restarten, Server. Das Rübel-Server halt. Ja, das. Okay, ist ja doof. Okay, versuchen wir bei der Taste. Hä? Wieso muss das jetzt passieren? Ja, dann hab ich halt gewonnen, sagen. Ja, ich hab gewonnen. Nee. Hallo, ich will die Farbe wechseln. Kann ich mal die Farbe wechseln? Dankeschön. So. Und schon eine Frage. Jo, das Foto. Was? Und hey Lisa, ja, wie geht's? Hi, Lisa. Ich bin 16. Yay. Hä? Ja, ich hab gewonnen, Masa. Hast du gar nicht. Deine Mutter hat gewonnen. Ja auch. Das war man. Theoretisch führe ich hier gerade, dann kommt Darius, hey, dann kommt Moonshine und dann. Ich führe. Jetzt guck gleich mal auf die Punkte. Theoretisch gerade führt Masa. Und außerdem habe ich eine Krone auf. Ja, noch 10 Sekunden. Na, schau mal auf die Punktemaße. Das eine Ding da, wie heißt das? Das ist los. Ja, schau mal auf die Punktemaße, ja, ich hab geführt. Ja. Ja, easy win, ne? Weil das war jetzt doof. Überhaupt. Naja, es ist, ich sage, es ist unentschieden, wir sind alle Gewinner, das kann man ja auch machen. Oh. Was? Nein? Ach, der Gewinner ist doch voll langweilig. Hä, aber, ich hab gewonnen. Alles. Ja, bist schon ein bisschen. Ich hab alles gewonnen, so ist gut. Oh, okay, ja. Ja. So, ja. Machen wir jetzt nochmal was oder eher nicht? Oder? Scribble.io oder irgendwas ähnliches? Ich weiß nicht, was du alles gibt. Ich kenn mich halt überhaupt nicht. Blöde Frage. Wir wollten dann noch Film gucken. Weil es auch schon spät. Ja. Blöde Frage. Was machen könnte. Kann ich schlafen? Vielleicht schläft ihr mich ein. Schläfert ihr mich ein? Achso, du kannst ja, nicht schlafen. Klar. Ach, das stimmt, die ist aber der schlafen gehen. Kann nicht. Oh nein, du Arme. Ach, das kenne ich so gut. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir bekannt vor. Na. Ja. Was, und du schlafst das Gehirn und schläfst Leute ein. Ja, gerade ist wirklich schon ein bisschen, ja. Der Chat ist einschläfernd gewesen, so ein bisschen gerade, die letzte Zeit, aber ansonsten. Wenn seit Moonshine Victory jetzt mitspielt hier. So. Moonshine gefühlt einzige im Chat aktive. Ehrenfrau. Ehrenmoonshine. So, aber jetzt ist ja Lisa da. Du bist ein schlechter Verräter, uff. Aber echt mal Maße. Aber Lisa, was ich immer mache, wenn ich gar nicht einschlafen kann, dann vertrete ich mir manchmal noch kurz die Beine. Oder wenn ich zu viele Gedanken habe, dann versuche ich mich wirklich nur auf die Atmung zu konzentrieren. Und sobald ich abschweife, wieder in Gedanken. Und ich vermute, dass es vielleicht auch dein Problem ist, dass du einfach zu viel über Dinge nachdenkst. Dann erinnere ich mich wieder an die Atmung. Und dann atme ich wieder quasi einfach und konzentriere mich nur darauf. Und dann schlafe ich irgendwann wirklich ein tatsächlich. Manchmal funktioniert das. Es ist keine 100%ige Garantie, aber es kann helfen. Ich rate zu harten Alkohol. Toll. Ja. Toll. Okay. Ja, ich weiß. Hilfreiche Tipps mal wieder. So, wie hieß dieses eine Spiel, das du auch noch irgendwie meintest, Moonshine, was ich spielen soll? Anomaly, und ich kann jetzt sagen, du musst auf jeden Fall die Lautstärke davon runterdrehen. Das kann ich nicht oft genug sagen. Aha. Weil dieses andere Anomaly, warte mal. Anomaly, ja. Und dieses, was mir Danus jetzt geschenkt hat.
Das ist irgendwas ganz anderes offenbar. Das ist was komplett anderes. Also ich meine, das kenne ich ja nicht. Ich meine, dieses Indie-Game, das Pixel-Horror-Game Anomaly. Die Website hat ich schon geschickt. Gehen wir jetzt wieder auf TS. Ja, ich denke auch. Also, euch dann, noch schönen Abend. Genau, dankeschön fürs Mitspielen, war wieder sehr lustig. Wir müssen irgendwann mal wieder dann weiterspielen. Ja, wir können ja auch leider hat das Golf nicht so gut funktioniert. Ja, das wird schon irgendwann wieder. Ich hab die Tage nochmal. Ich denke auch. Danke, dass ihr auf Discord rübergegangen seid. Das machen wir auch gerne für euch, Mutschein. Also, ciao, Janine und Daniel. Danke für das dabei sein. Ciao. Ciao. So, ich guck mir jetzt mal kurz nochmal das Spiel von dir da an. Soll ich eigentlich im Voice-Chat bleiben, oder? Du kannst genau da bleiben gerade. Okay. Würde ich sagen. Ich meine, ich habe mir jetzt bei gefühlt 1000 Let's Play in dieses Spiel schon angeguckt. Ich glaube, ich kenn's jetzt auswendig, obwohl ich nie gespielt habe. Okay, also es haben schon mehr da gespielt. Es ist ja auf YouTube, aber es ist trotzdem nicht wirklich bekannt. Selbst wenn man danach sucht, findet man es auch nicht. Jetzt halt recht unbekannt, aber ich finde es cool. Ich finde die Nachricht gerade nicht mehr. Kannst du mir das nochmal... Ach nee, doch, ich hab's gefunden. Neues Mind, oder? Neuesminded.itch.io. Dann Anomaly. Ja. Ich gehe mal wieder auf den Stream. Glaube ich. Sieht echt irgendwie gruselig aus. Ja, das ist ein Pixel-Horror-Game. Free Roam und ja. Boah, Twitch, warum kraft schon jetzt Werbung in die Fresse? Ich habe Angst vor Horror-Games. So. Es ist das, ich sag mal, der Gegner ist jetzt nicht so der angenehmste, aber man kann es schaffen auf jeden Fall. Ich glaube, fast jeder Let's Player, bei dem ich es geguckt habe, hat es geschafft. Also, es ist nicht so wirklich schwer, aber ich sollte vielleicht nicht zu viel verraten. Ich kann diese scheiß Werbung jetzt mal aufhören, bitte. Aber, no thanks, just say into the download. Okay. Kann man eigentlich irgendwie den Stream muten? Den Stream muten? Na, weil, sonst höre ich die wahrscheinlich doppelt wegen Discord und. Den Stream an sich kannst du muten, ja klar. Okay. Gucken. Aber jetzt höre ich mich doppelt, na super. Media mache ich mir jetzt. Okay. Jetzt ist wahrscheinlich zeitverzögert, aber egal, passt. Okay. Also Stream ist wahrscheinlich etwas später so, deswegen. So, Ich glaube da auf der Website tatsächlich download. Ich meine, da steht zumindest download und ja, ich hab's die schon. Controls, die stehen da. Aber gibt's das denn, stehen ja auch dabei. Gibt's ne? das denn. Gibt's das denn als Kategorie hier auf Steam? AI Anomaly? Nee. Oder doch? Nee, das findet man auf dieser Website von dem Entwickler, glaube ich. Nee, ich hab's ja schon gedownloadet. Ich brauche nur das Spiel, wie das Spiel irgendwie. Ich weiß nicht, ist das auf dem Desktop zu finden, weil ich hab's ja selber nicht gespielt. Mach mal Games und Demos als Kategorie. Gab's da nicht? Demo? Scheiße. Das ist gerade für mich echt lustig, weil im Call höre ich nichts, aber im Stream sehe ich, wie sich deine Lippen bewegen. Cool. Ist interesting. Wie heißt diese Kategorie auf Twitch, Mann? Weil Animal irgendwas gibt's nicht. Normally ist halt auch nicht so bekannt, deswegen, ich weiß nicht. Gibt's irgendwie eine Kategorie Indie-Games oder sowas vielleicht? Finde ich da nichts Gutes, ich weiß auch nicht warum. Ja. Ansonsten just chatting? Weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Twitch halt auch nicht. So. Games Plus Demos heißt das, glaube ich. Mann. Klasse. Wieder einen falschen Tab gewechselt. Games Plus Demos, okay. So. Ich habe irgendwie Angst vor dem Spiel. Das ist ein Horrorspiel, dafür sollte man Angst haben. Wo schickst du mich da rein, Moonshine? Und Mann, Alter, mein PC macht gerade gar nichts mehr. Ich kann nur sagen, wirklich im Voraus, wenn man hört wahrscheinlich, also ich habe keine Ahnung, ob man, ich glaube, ich müsste wahrscheinlich sogar wirklich den Stream wieder anmachen und dann
Ich weiß nicht, wenn du im, Spiel bist und dann ich im Chat was schreibe hier bei Twitch, ob du das dann liest, weil im Twitch steht, dass ein Call rausgeht, weil da kann ich mich auch wieder beim Stream den Ton anmachen. Ja, ja, ich würde dann, also wenn ich das Spiel spiele, würde ich auch sowieso wieder zum Stream übergehen. Also dann würde ich sowieso aus dem Call erstmal wieder rausgehen. Mann. So, ich mute das hier jetzt schon mal, die Playlist. Und dann gucken wir doch mal. Was sind für morgen für Spiele geplant? Morgen gibt's vermutlich wieder. Morgen ist Freitag, ne? Morgen Sims und vielleicht wollen wir es irgendwie hinbekommen. Ich habe halt morgen nicht früher aus, weil ich die ganze Woche nicht länger gearbeitet habe. Deswegen muss ich morgen auch bis 17 Uhr oder so. Von dem her Sims am Abend und vielleicht, wenn ich es noch irgendwie schaffe, vielleicht noch irgendwie. Ich würde gerne Resident Evil auch an sich wieder weiterzocken. Ich habe auch andere neue Spiele noch geholt, die am Wochenende vielleicht mal drankommen. Ich muss mal schauen. Ich habe noch keine Ahnung. Aber ich habe Bock auf Sims an sich. So, hallo, hier ist immer noch komische Aufnahmedingens. Mach mal das hier wieder weg. Übrigens, in dem Spiel wäre es, glaube ich, nicht so sinnvoll, wenn man die Musik im Hintergrund laufen lassen will. Man muss bis auf Geräusche achten. Ja, ja, ich habe eh keine Musik mehr da. So, ich muss euch aber hier trotzdem wieder auf das leiser machen. Du meintest, das Spiel ist laut. Wenn ich starte, ist es schon laut, oder? Wenn du startest, dann hört man am Anfang so ein Synthwave irgendwas Dings, aber der Ingame-Sound ist, glaube ich, noch ein bisschen lauter. Ich würde es auch von 100% würde ich sagen, dass wir auf 70 oder 60% Lautstärke nur machen. Ich glaube, dann müsstest du den Rest von den Geräuschen auch noch hören. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe selber nicht gespielt, aber ich weiß, dass einer auf jeden Fall, der das gespielt hat, das auf 80% hatte. Man hat den Sound noch gehört, aber man hat den noch drüber gehört. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Mikro ist. Wegen 70 oder 80% oder so, weiß ich nicht. Gott, ist das laut. Ja, so muss man doch so eine Lautstärke hören, dass man dich drüber noch hört wahrscheinlich. Also ich glaube, ich gehe mal aus dem Call raus und höre ich das im Stream wahrscheinlich mal dann wieder. Kann er das capturen bitte? Boah, ist das so ekelhaft jetzt schon. Ja, ich gehe jetzt auch mal aus Discord gleich mal raus, damit du... Dann schreib mir einfach im Stream dann. Achso, ist eh schon. Oh. Ja, dann. Wieso capturet er das nicht? Und wieso habe ich hier nur dieses... Alter, ich bin froh rot, oder? Warte mal. Muss mal kurz selber in den Stream gucken. Alter, ist das rot. Ih, das sieht voll widerlich aus. Er capturet das Spiel schon nicht, das fängt schon gut an. Wieso das ist... Ih. Geht das schon los? Auch jetzt hat er es gecaptured. Okay. Wie, bin schon da? Hilfe, ich will nicht schon da sein. Ich kann nicht escape... Ah, ich will nicht, dass das schon losgeht. Ich habe doch meinen Chat und noch gar nichts da. Boah, und... Boah, weh, das ist gleich zu laut. Evil Maser. Hä? Was mache ich hier? Ich hätte mir die Steuerung durchlesen sollen. Das ist voll widerlich. Wieso gibst du mir sowas? Mach das sicherheitshalber etwas leiser. Ich habe auch Angst. Wo ist der Lautstärke-Mixer, wenn man ihn braucht? Aber ich hab schon so leise. Es ist leise genug. Ich muss ein bisschen lauter zumindest machen. Ich habe Angst, es zu laut zu haben. Was muss ich jetzt machen? Was habe ich denn aktiviert? Ich habe doch nicht mal eine Ahnung, was ich aktivieren kann. Sonst geht's denen aber gut, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das Spiel ist nicht einsteigerfreundlich. Hä? Und jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ach, das ist... Man kann ihn nur für eine gewisse Zeit einsetzen. Okay. Und man kann auch rennen. Rumlaufen und so Konsolen finden. Mir wird ganz unwohl bei dem Game. Aber in dem negativen Sinne. Versuche jetzt nochmal zu schlafen, muss früh raus. Gute Nacht, ihr zwei. Alles klar, Lisa, schlaf schön. Du hast heute an sich auch nichts Spannendes verpasst, liebe Lisa. Also, ne? Wir haben ein bisschen rumgealbert, ein bisschen gegolft. Wir haben auch noch nicht gemurmelt oder so. Das werde ich heute auch, denke ich, nicht mehr machen.
Also, alles chillig. Kann ich unendlich laufen? Was? Scheiße, was spiele ich hier? Wieso spiele ich das gerade? Wieso spiele ich das gerade freiwillig? Bellies, wollt ihr das nicht lieber spielen? Okay, es fehlen noch drei. Kann ich unendlich laufen? Kann ich auch sneaken? What the fuck? Das ist viel zu laut! Hilfe! Ich will das nicht mehr spielen! Ich will das nicht mehr spielen! Alter! Okay, als du meintest, ich soll das leiser machen, lauf ja wohin denn? Alter! Ich muss das vielleicht leiser machen, meine Ohren. Ich will das nicht mehr spielen. Ich will das wirklich nicht mehr spielen. Das Spiel leiser. Ich mache das Spiel ganz, ganz, ganz stark leiser. Alter, ich gehe hier jetzt nicht mehr weg. Boah, Alter. Alter. Was ist das für ein Spiel? Wieso gibst du mir sowas? Möchtest du, dass ich einen Herzinfarkt bekomme, oder? Vor allem, ich bin in eine Sackgasse gerade gelaufen. Ich habe das Vieh nicht mal gesehen. Boah, ich will wirklich nicht mehr, mir geht so die Düse gerade. Boah, ist das widerlich. Und ich verstehe den Sinn nicht. Soll ich dir wirklich über Discord beistehen? Nee. Ich glaube lieber nicht. Boah, ich will das. Boah, das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Hier wäre so ein Teil, aber damit kann ich nichts. Oh, hier ist eine Sackgasse. Das Spiel ist so unangenehm. Oh, ich finde das so uncool gerade. Oh, ach, oh, ist das schrecklich. Aber ist vielleicht gut, wenn ich mal sowas wieder spiele. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich Ausdauer habe. Weil dann bin ich für den Welcome to the Game Nachfolger, für die Jumpscares wenigstens vielleicht prepared. Mit deinem Corruption-Feld-Detektor sehen. Was ist da hinten? Boah, ist das unangenehm. Alter. Ich fühle mich irgendwie unwohl, während ich das spiele. Das hat eine ganz widerliche, unangenehme Stimmung, dieses Spiel. Aber wirklich, wirklich sehr, sehr widerlich. Okay, wie viele fehlen eigentlich noch? Gleich wieder bestimmt ums Eck.
Das Vieh ist in der Luft? Ich guck mich an, als wäre ich irgendwie gestört. Geht das auch mal wieder weg? Okay, es geht von alleine wieder weg. Alter, da oben ist es. Ist mir auf jeden Fall auf den Fersen, ne? Irgendwie. Aber jetzt habe ich wieder gar keinen Orientierungspunkt mehr. Wo ist hier? Ne, der ist schon an. Scheiße. Da hinten, der ist auch schon an. Boah. Scheiße. Wo sind denn die letzten dann? Ich laufe doch gleich wieder in das Vieh rein, oder? Bin auf der falschen Map-Seite, glaube ich. Auf die Geräusche? Aber ich höre doch seinen Herzschlag, aber höre ich denn die anderen Teile, die ich suchen muss, auch? Ja, das checke ich schon mit dem Herzschlag. Dass das... Aber... Er ist halt trotzdem da, ne? Boah, geh doch weg. Geh doch zu deiner Mama und lass mich in Ruhe. Ich will doch nur in Ruhe und Frieden dieses Spiel durchspielen, damit ich sagen kann, ich hab's endlich durch. Und dann höre ich auch eh auf. Mehr mache ich doch gar nicht. Ich will das Spiel doch einmal nur kurz durchhaben. Lass mich in Ruhe, Ulla. Boah, scheiße, komme ich irgendwann eigentlich nicht mehr weg. Ja, ich kann ihm aus dem Weg gehen, aber mach das mal so einfach. Ich merke deswegen halt trotzdem nicht unbedingt die Richtung. Aber wo ist hier dieses letzte Dingens? Okay, jetzt geht er wieder ganz weg. Hier ist einfach dieses... Ist das letzte? Oh, eins noch, oder? Okay, scheiße, noch eins. Hast du mein Leben? Wieso denn noch eins? Und wo? Eins noch. Aber wo? Da haben wir eins an. Da haben wir eins an. Da haben wir eins an. Da hinten. Da hinten ist er irgendwo. Der Arsch. Shit. Ich muss aber da nach hinten irgendwo. Da muss das... Oh fuck. Da muss das letzte definitiv noch irgendwo sein. So langsam habe ich mich dran gewöhnt, aber davor, am Anfang, wollte ich einfach nur alte 4 machen und das Spiel nicht wieder anrühren, wenn ich ehrlich bin. Okay, das muss irgendwo hier sein. Hier irgendwo in dem Bereich. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder?
Hallo, hier irgendwo, hallo? Nein? Nicht? Wo soll es denn dann sein? Spawn die random? Ich hätte jetzt gesagt hier, weil hier haben wir halt noch so gar nichts. Weißt du? Haben wir hier was? Hier haben wir auch nichts. Hier vielleicht in dem Block irgendwo rein? Weil hier ist halt super risky, hier reinzulaufen. Aber auch nicht irgendwie. Ja, das Geräusch ist mega unangenehm. Mach! Mach! Und jetzt? Das war's? Wir haben es geschafft? First try? Ohne zu sterben? Ich frag mich, was passiert, wenn man stirbt? Du hast es geschafft. Ah. Ja, das war jetzt, ja, huh. That was easy, I guess. Kommt da noch was? Oder muss ich das Spiel jetzt beenden? Boah, aber das war ja richtig unangenehm. Boah, weiß nicht. Uff. Siehe Chat, was bei dem Game Over passiert. Dann schließt sich das Spiel. Oh, das ist ja auch gruselig. Ja, aber es wäre auch schön, wenn sich jetzt das Spiel irgendwie schließen würde, wenn ich ehrlich bin. So. Oh ja, Sims wäre mir jetzt irgendwie lieber gerade. Das Spiel ist so simpel, aber so gut. Ja, kann man mal spielen. Man kann es aber auch lassen. Boah, mein Herz, ey. Boah, gib mir die Düse. Boah. Nee. Nee, das muss wirklich nicht mehr sein. Hilfe. Boah, nee. Aber wie gesagt, wir werden auf jeden Fall auch wieder ein Horrorspiel spielen und so. Boah, ich bin so froh, dass ich hier gerade diese Katze sehe, ne? Boah, also wenn ich heute dann Albträume bekomme, dann weiß ich warum. Dann weiß ich jetzt wirklich warum. So, wir haben eh fast Mitternacht. Und boah, was ist mit meinen Haaren irgendwie los? Irgendwie triggern mich meine Haare momentan. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Und hä? Leute, man sieht da die Spiegelung voll. Man sieht da den Vogelkäfig. Guck mal, da. Voll krass. Kann man da die Wellen, seht ihr dann ab und zu sehen? Das wäre ja voll süß. Kann man da sehen, was ich... Ne, da steht kein Mörder. Okay. Ah, weil das Fenster auch so angewinkelt ist da. Deswegen. Okay. Wobei die Haare gehen. Irgendwie sehen die... Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich mich auf einem kleineren Bildschirm sehe, so zusammengeschrumpft, finde ich manchmal, dass ich voll komisch aussehe. Jetzt, wo ich hier irgendwie auf den großen Bildschirm gerade geguckt habe, geht's. Okay, ja, boah, pff, Alter, ich bin jetzt durch. Ich bin jetzt fertig mit den Nerven. Ich glaube, ich werde für heute dann erstmal aufhören. Und noch irgendwo meine Nuggets chillen, glaube ich, in einem anderen Stream, würde ich sagen. Ich finde es gut, dass es nur so kurz ist. Ja, also länger hätte ich das auch nicht ausgehalten, glaube ich. Aber interessantes Spiel, Moonshine. Interessantes Spiel. Aber ich mag es meistens lieber, wenn ich die Spiele einfach irgendwo auf Steam oder so bekomme, tatsächlich. Das ist mir irgendwie immer lieber. Ich kann euch dazu mal noch kurz ein Video schicken von, ich weiß nicht, Moonshine, kennst du Welcome to the Game? Kennst du Welcome to the Game? Bestimmt, oder? Wenn du so Horrorspiele magst, kennst du bestimmt auch Welcome to the Game, würde ich sagen. Würde ich zumindest eigentlich davon ausgehen. Wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Ja, dazu, wir können uns das vielleicht auch... Ja, wobei... Warte mal, wo war denn das? Reflex Studios. Ich schick mal da einfach den Link zu dem Video, glaube ich, in den Chat. Dann könnt ihr euch das noch angucken, wenn ihr wollt. Das ist nämlich... Hab das EP von Corrupted geguckt. Okay, weil das wird ein Spiel, was der auch macht.
Und ich freue mich da schon mega drauf. Ich schicke mal hier den Link einfach gerade rein. Könnt ihr euch dann gleich nach dem Stream dann angucken, würde ich sagen, wenn ihr möchtet. Das Ganze wird auch wieder mit so Bedrohungen quasi, mit so routinemäßig, wo man halt gucken muss, ne? Man muss nebenbei so andere Arbeit noch machen. Und die kann auch echt, glaube ich, richtig widerlich werden. Noch ein Horrorspiel mit großartigem Sounddesign. Alter, ey. Boah, ich habe jetzt schon wieder Angst vor diesem Spiel. Ich habe so Respekt vor diesen Spielen. Welcome to the Game 2, ungespoilert, war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Ohne Witz. Ohne Witz. Aber das kann man sich mal reingucken. Da siehst du an sich Gameplay, du siehst nicht, wie die Bedrohungen funktionieren. Aber du siehst den Grundmechanik von dem Dingens. Theater Unrest, was? Aber, boah. Leute, boah. So. Ich kenne viele Horrorspiele, ich an sich auch, aber ich gucke die meistens lieber, als die selber zu spielen. Ich bin da doch ein bisschen irgendwie schissermäßig, muss ich zugeben. Da bin ich doch ein Schisser. So, ich würde sagen, wir raiden noch zur lieben Fortuna rüber. Die spielt, glaube ich, gerade Dead by Daylight. Da würde ich mit euch noch rüber raiden. Da ist ganz toll, habe ich gehört. Ich gehe jetzt erstmal Beruhigungspillen einwerfen oder so, gefühlt. Nach dem Spiel, boah, Alter, dieses Spiel war so unangenehm gerade am Anfang. Oh mein Gott. Das war so unangenehm. Uff. Ja. Boah, ich will nicht mehr. Empfiehl mir nie wieder sowas, Moonshine. Mach das nie wieder. Und ich habe jetzt trotzdem dieses komische Anomaly 2, ne? Aber, ja, auch wenn ich damit nichts machen will. So, Raid-Befehl ist eingegeben. Da drüben gibt es noch ein bisschen DVD-Action, ne? Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht, Leute. Und wir sehen uns morgen zu chilligem Sims wahrscheinlich, was nicht meinen Puls nach Bing oben treibt, ne? Denke ich mal. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Resident Evil Resistance oder noch so Zeug, wenn wir es noch irgendwo unterkriegen. Aber auf jeden Fall Sims, denke ich. Sims macht einfach so Bock mit euch, Leute. Macht einfach so Bock. Okay, gute Nacht, Leute. Danke fürs Dabeisein, danke für den Support. Wir sehen uns morgen. Bye, bye. Ciao.